Also, liebe Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Ich wurde gebeten, das auf Hochdeutsch zu machen. Bin mich gewöhnt, ich bin ja mehr im Ausland als in der Schweiz. Und es freut mich, Sie in Gwatt mit diesen vielleicht für Sie bekannten oder vielleicht noch unbekannten Hinweisen zu informieren. Es freut mich für die vielen, die ich schon kenne, die da sind, die ich schon irgendwo gesehen habe, aber oft nicht weiß, wo. Aber es freut mich, dass Sie den Weg nach Gwatt gefunden haben. Wir haben heute das Thema negative Energien und Befreien, die Befreiung von denen. Für viele, die das nie kennenlernen mussten, so eine Bedrängnis oder so eine psychische Depression oder Burnout, man kann es nennen, wie man will, ist es natürlich eigentlich oft unverständlich, warum ein Mensch nicht funktioniert, nicht tickt wie die anderen oder nicht mehr kann. Ich habe jeden Tag unzählige Menschen, die versuchen, mich zu erreichen. Das tut mir leid, dass ich nicht allen dienen kann. Und wissen Sie, bei einer Menge von über 500 Telefonaten am Tag, das sehe ich auf dem Display, da könntest du den ganzen Tag telefonieren, du hast keine Chance. Das läutet bei mir auf allen Linien alle 2 Minuten. Und das ist natürlich dann wirklich, man merkt, die hätten es nötig, der hat es nötig. Dann vielleicht noch 100 E-Mails, vielleicht 20 Hilfe gesucht, brieflich. Und das schafft kein Mensch. Ich bin auch kein Übermensch, ich bin ein normaler Mensch. Und jeden Tag 12 bis 16 Stunden unterwegs, also irgendwo hat es Grenzen. Und das frage ich mich oft selber, wie ich das aushalte. Dann fahre ich am Abend noch 500 Kilometer nach Hause. Das ist dann nicht so, ja, alltäglich. Aber man ist in der Lage, Leistung zu bringen, wenn es Spaß macht. Und was mir Spaß macht, ist Menschen wieder die Freiheit zu geben oder ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, selber zu tun. Hilfe zur Selbsthilfe. Absolut keine Abhängigkeit. Und den Menschen auch Hinweise geben, wo es klemmt, was klemmt. Oft braucht es aber einen Anschubser, einmalige Befreiung, und dann läuft es für die Menschen wieder rund. Für viele einmalige Begegnung, und gibt aber Menschen, die haben irgendwas in sich, die ziehen diese Negativität buchstäblich an oder kreieren sie selber oder räumen auf, was sie früher hier zurückgelassen haben. Wir Menschen, wir sind uns nicht bewusst, wer wir sind. Wenn ich Sie jetzt zum frage, wissen Sie, wer Sie sind? Woher Sie kommen? Was Sie hier wollen? Was Sie hier suchen? Wissen Sie, was Sie hier tun wollen? Muss jeder sagen, ich weiß es nicht. Wir sind da. Gut, schön, dass wir da sind, aber jetzt ist noch das Problem, finde ich das, was ich suche? Und dort haben viele vielleicht das Pech, Ende des Lebens, dass ihnen das einleuchtet. Ich habe alles falsch gemacht, ich habe es nicht gesucht oder nicht verstanden und sind verbittert, sterben in einer negativen Spirale, abwärts, und hängen dann womöglich noch jahrelang in den Familien oder in den Häusern, Grundstücken herum, als irdisch gebundene Seelen. Weil sie plötzlich merken, ich habe alles falsch gemacht oder nichts verstanden, ist es eine Art negative Selbstbeschuldigung und Schwächung. Die Seele kann nicht weg, hängt an der Materie oder an diesen Gedanken und Mustern fest und leidet dann unbekannterweise gewisse Zeit, bis jemand die entdeckt und natürlich dann löst. Das Lösen von solchen gebundenen Seelen, das ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Es funktioniert meistens sofort. Die sind sogar sehr froh und glücklich, wenn wir denen helfen. Und ihnen geht natürlich dann auch das Leben leichter und besser, als wenn es natürlich beschwerlich wird, Störungen da sind, Familienmitglieder krank werden oder die Kinder nie schlafen können. Müssen Sie sich vorstellen, was das heißt. Du nie schlafen kannst, du gehst ja drauf. Und bei vielen sucht man dann medizinisch. Und das ist schon grundsätzlich schon mal falsch. Man kann sie versuchen, meistens nützt dann einfach nichts. Und die Ärzte sind dann auch ratlos, sind auch nur Menschen, haben ein Medizinstudium hinter sich, kennen vieles, aber mit seelischen Problemen meistens nicht bewandt. Und zudem steht es meistens selten einem Patienten auf die Stirn geschrieben, was er hat.
Oft erzählt er was dem Arzt. Wer hören kann, hört oft, was der Patient sagt. Das ist sein Thema. Aber er weiß es selber nicht. Da haben wir noch ein weiteres Problem. Wir leiden, wir haben Störungen, wir haben psychische Depressionen. Und jeder sagt, mit dir stimmt das nicht. Du hast dich verändert. Rede mal mit einem Menschen, der sich so verändert hat, und sagt, spinnst du, du hast dich auch verändert. Er akzeptiert es nicht, er kann es nicht wahrnehmen. Wir sind dummerweise betriebsblind. Der größten Belastung stellen wir nicht fest, dass wir das Problem sind, haben. Wir meinen, die anderen sind schuld. Das ist leider das, was schon in der biblischen Zeit der Ausdruck war. Man hat ihn gefragt, warum sehe ich bei mir das Leiden nicht? Hat Jesus gesagt, weißt du, es ist leider so für jeden Menschen eine Herausforderung. Du siehst beim anderen den kleinsten Splitter im Auge, aber das Brett oder der Balken vor deinem Kopf siehst du niemals. Und das ist für uns das Spezielle, dieses Leben dann zu finden oder das Problem oder den Knoten zu finden, den wir durchtrennen müssten. Wir sind auf der Wanderschaft und viele haben Glück, dass es ihnen leicht und gut geht. Und das ist oft eher eine Gefahr als etwas Positives. Wissen Sie, da machst du nämlich genau genommen gar nichts. Du denkst, es passiert mir sowieso nichts. Muss nichts machen. Sterbe noch lange nicht. Du weißt ja nicht, ob du morgen noch lebst. Und dann fängt das Problem eigentlich an, weil ich nicht vorbereitet bin, mich nie mit diesen Gedanken auseinandergesetzt habe, was kommt danach. Ich muss mir da keine großen Gedanken machen, mindestens nur einer. Es geht weiter. Und wenn ich es nicht verstehe, komme ich wieder auf die Welt oder habe dann das Gleiche nochmal oder noch schlimmer. Also es lohnt sich da seelisch, geistig auch die Seele zu reinigen. Nicht nur den Körper zu duschen und zu pflegen und zu unterhalten oder das Auto. Viele lieben ihr Fahrzeug mehr als ihr Körper. Sie mögen sich gar nicht ausstehen. Aber das Auto lieben sie. Vielleicht die Frau noch oder der Mann. Aber dann hat sich's. Aber das ist falsch. Glauben Sie mir, wenn Sie Ihren Körper nicht annehmen, schätzen und lieben, plötzlich spinnt er, plötzlich hat er Störungen und Probleme. Und dann ist es schwierig, weil er dann eine Eigendynamik entwickelt durch Ihre negativen Gedanken, die er sehr gut versteht, aber falsch interpretiert. Sagen Sie dem Körper ein Jahr lang, jeden Morgen, ich will es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr hören, nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken. Ich garantiere Ihnen, dass Sie blind werden. Taubstumm oder keinen Geruch mehr haben. Er hat einen Spitzenkoch von England mit allen Sternen ausgezeichnet. Und plötzlich hat der arme Kerl nichts mehr gerochen. Was hat er seinen Lehrlingen gesagt? Ich kann nicht gut Englisch, aber das habe ich dann nur noch verstanden. Er muss es zugeben. Euren Fraß will ich nicht mehr riechen und auch nicht mehr kosten. Was ihr da macht, hat die Lehrlinge kaputt gemacht. Plötzlich hat er das Problem gehabt. Ja, ist ja logisch. Gesetz von Ursache, Wirkung. Zum Glück hat er es noch gemerkt, bevor er gestorben ist. Sonst im nächsten Leben ist er dann ohne Geruchssinn. Wissen Sie, es geht dann weiter. Und darum müssen wir schauen, was wir da kaputt gemacht haben, gestört haben, den Körper, dass wir ihn wieder ganz herstellen, bevor wir sterben. Denn sonst haben wir die Erinnerungen aller Sinne, die werden gespeichert. Und wie Thomas jetzt vorher gesagt hat, mit diesen 60.000, 70.000 Gedanken im Tag, das sind wissenschaftliche Erhebungen. Und der größte Teil ist Käse, Schmarren, Leerlauf. Und stumpf sind noch dazu, was wir da denken und hören. Unsere Vorfahren hatten damals am Tag nur ca. 6.000 Gedanken. Sie hatten keinen Fernseher, kein Radio. Und digitale Technik haben sie gar nicht gekannt. Und oft erzählten sie sich immer das Gleiche. Und das Gleiche ist Leerlauf, wissen Sie. Aber jetzt sind wir am Morgen schon informiert, was am Morgen da in Indien passiert ist oder wo, was weiß ich wo. Und viele Leute nehmen diese Informationen auf, haben aber nie daran gedacht, dass man sie löschen sollte. Denn alles, was ich denke, rede und tue, bleibt mir erhalten. Und im nächsten Leben habe ich es dann nochmal am Hals. Und unser Speicher scheint unendlich groß zu sein, aber irgendwie hat alles seine Grenzen. Wir wissen gar nicht, wie groß der ist.
Was sagen Sie denn dazu, wenn ich Kinder bekomme, 4-, 5-, 6-, 7-Jährige mit Burnout? Wenn ich schon das Wort höre, bekomme ich schon einen dicken Hals. Oder Nervenzusammenbrüche bei Kindern. Ja gut, wenn man denen schon ein Handy gibt mit 3 Jahren, ist sowieso Hirnamputation. Aber das ist natürlich das Problem. Älter, als sie das Kind vorstellen, das bringt schon einen vollen, gefüllten Speicher mit. Man kann herausfinden, wann das Kind auf die Welt gekommen ist, das weiß man. Und wann diese Person im letzten Leben gestorben ist, das ist oft 3, 4, 5, 10 Jahre dazwischen, oft mehr, ganz klar. Jetzt, wenn ein alter Mensch das Verhalten gepflegt hat, 20 Jahre lang, von Morgen bis Abend Fernseh, Radio, Informationen, schlechte Nachrichten und speichert alles, dann ist seine Schallplatte oder sein Speicher irgendwann voll. Er stirbt dann und im nächsten Leben ist der Speicher immer noch voll. Den nehmen wir mit. Und das ist natürlich viele nicht bewusst, aber es zeigt sich jetzt. Und früher waren die Leute einfacher, wie soll ich sagen, gestrickt. Und es ist vermutlich gewissen Bereichen leichter gewesen. Ich möchte ja gar nicht die alte Zeit heraufbeschwören, dass sie schön war. Genau das ist es eben auch. Die alte Zeit hat uns teilweise seelisch verkrüppelt und verstümmelt. Denken Sie daran, der Mensch konnte sich nicht informieren, was da läuft. Und die Obrigkeit hat den Leuten irgendwas erzählt, die mussten sie ja glauben. Und dann war der Mensch schwach, er konnte sich nicht wehren. Und in der Schweiz haben wir das Problem relativ geringer, aber gehen Sie mal nach Deutschland, Frankreich, Österreich, wo das ganze Land von Adligen regiert wurde, also mehrere hundert Jahre oder tausend Jahre, das waren alles Leibeigene. Die mussten jedes Jahr auf dem Gemeindeplatz für diesen höchsten Grafen, Herzogen, schwören, ich bin nichts wert, ich bin dein Diener, ich gehe für dich ins Feuer, ich gebe mein Leben für dich, also erniedrigen bis zum Hund. Und irgendwann bleibt das hängen. Jetzt kenne ich da draußen Tausende von Leuten, habe ich kennengelernt, die waren total mental geschwächt. Kein Selbstvertrauen, kein Selbstbewusstsein. Irgendwie fühlten sie sich einfach schlecht, wie ein Teppichvorlage. Ich musste die aufrichten, sagen, sie löschen sie das, das ist das frühere Leben. Man hat sie dauernd erniedrigt, gequält, genötigt und die Leute haben es noch geglaubt, ich bin ja nichts wert. Und dann haben wir so liebe Kirchen, wissen Sie. Das ist das Gleiche, eine größere Sauerei dort. Ihr Frauen habt jetzt noch keine Rechte da in Rom. Gut, ihr seid meistens hier in Bern, denke ich, reformiert. Aber die Katholiken, da komme ich natürlich oft nicht so gut und ungeschoren davon, wenn ich denen das sage. Haben sie gar nicht, die gehören gar nicht gern die Wahrheit. Sage ich zu diesen Frauen in Österreich oder Deutschland, diesen Erzkonservativen, meint ihr denn, ihr hättet in Rom irgendein Recht? Ihr dürft zwar den roten Halbschuh küssen dort unten und den Fingerring und Steuer bezahlen, aber sonst habt ihr keine Rechte. Dann ist es noch nicht aufgefallen, sie haben es gar nicht gemerkt. Aber glauben eher an Rom als an Gott und dort fängt es eben auch an. Wissen Sie, wenn der Mensch so verblödet ist, dass er an Menschen glaubt, aber nicht mehr mit der Gottheit oder mit dem Höchsten verbunden ist, dann hat er früher oder später Probleme. Das zeigt sich dann irgendwann. Aber schauen wir mal, was macht der Mensch zu sich oder gegen sich? Viele leben und suchen einfach den Weg zu finden nach Vorlage der Eltern. Unsere Eltern programmieren uns und wir sind eigentlich kleine Muster, Nachbildungen oder Kopien der Eltern. Haben Sie das auch schon gedacht? Ich möchte nie so sein wie meine Mutter oder wie mein Vater. So spätestens mit 35, 40, plötzlich merkst du, dass du dich gleich anziehst, gleich redest, die gleichen Sprüche klopfst und dann noch gleich kochst. Also plötzlich merkst du, Mensch, ich wollte dich eigentlich nie wie die Mutter sein. Muss ja nicht schlecht sein. Aber wissen Sie, ich sollte nicht das Leben der Eltern kopieren und versuchen nachzuleben. Ich bin nicht die Eltern, bin nicht die Mutter und nicht der Vater. Ich muss mein eigenes Leben, mein eigenes Lebensprogramm abspulen oder durchleben. Sonst habe ich am Schluss des Lebens plötzlich die Erkenntnis, Mensch, ich habe gar nicht mein Leben gelebt, meine Chancen, meine Talente wahrgenommen.
Und da müssen Sie sich unbedingt achten. Leben Sie denn in dem Sinn, dass Sie ein gutes Kind sein möchten wie die Eltern? Oder möchten Sie individuell Ihrer Seele gehorchen oder ihr Folge leisten, neue Wege zu finden, neue Erkenntnisse und einfach so sein, wie Sie denn sind? Und das ist eben das freie Denken. Aber jetzt fängt es eben genau an mit dem freien Denken. Ich muss doch irgendwie merken, was mir gut tut und was mir schaden könnte. Und dort ist es nicht immer einfach, im Moment zu verstehen, was da läuft. Jeder von uns ist endlich. Jetzt hat Thomas schön gedreht, es wieder halt. Wenn er noch weiter dreht, haben wir das Echo davon. Weiß ich gar nicht, von Kinzig nicht, aber irgendwoher. Aber es geht mir auch mit meinen Anlagen so. Oft spinnen die. Einmal hatte ich in München zwei Anlagen dabei. Plötzlich begann aus einem Leitsprecher ein Türke zu reden. Und da drüben irgendwie der vermutlich ein Afghane, weiß ich auch nicht was. Alles hat gesponnen. Da muss ich zuerst ein Ablösegebet machen. Da waren Energien im Raum, das war nicht mehr schön. Alles hat gesponnen. Habe ich gesagt, warten Sie 3 Minuten, ich muss schnell was machen. Habe die Anlagen gereinigt. Dann haben alle 3 Anlagen funktioniert bis 3 Tage Seminar. Also es gibt auch Energien, wissen Sie. Bei diesem Thema sind wir ja. Die haben Einfluss auf die Technik. Die haben Einfluss auf Sie selbstverständlich. Auf die ganze Familie, auf Ihre Tiere. Auf das Grundstück. Und die Leute merken es nicht. Früher oder später merken sie dann vielleicht trotzdem, dass etwas nicht so optimal läuft. Und suchen dann irgendwie Hilfe oder suchen dann Erkenntnisse zusammen. Wie bringe ich das los oder was ist denn überhaupt hier Sache? Sind sie gestochen worden? Meinst du, das war ein Spitzchen? Gut. Also das ist eben das Sammeln von Informationen. Jetzt stellen Sie sich vor, niemand weiß genau, was früher auf dem Grundstück war. Viele denken, es ist Wiese gewesen oder Weidland. Da haben Sie vielleicht noch Glück gehabt, dass da irgendwie unbelastetere Gebiete sind. Aber wenn dort schon alte Kultstätten waren, alte Häuser, Schlachthäuser oder Kampfhandlungen stattgefunden haben, ist womöglich das ganze Gebiet, wenn nicht noch weiter herum, die ganze Gegend, belastet von negativen Leidens- und Schmerz- und Angstenergien. Und das ist natürlich für die Menschen, die dort leben müssen, spürbar und ein großes Problem. Ich glaube, wir haben hier eine induktive Ankopplung, irgendwas. Auch wenn ich mich nicht bewege, pfeift es. Also ich pfeife nicht vom letzten Loch, aber kann sein, dass mein Gürtel geladen ist oder meine Wandernieren da Spaß machen. Ja, irgendwann finden wir es schon heraus, spätestens wenn wir fertig sind. Also das ist einfach Technik, wissen Sie. Wenn Menschen eigentlich glauben, hier ist nichts, ja, das soll man ihm glauben lassen, sie merken es dann früher oder später schon. Oft haben wir Hinweise und wir erkennen sie nicht. Angenommen, Sie haben eine Katze und plötzlich hat die so eine komische Macke. Ab und zu mal hängt sie dort oben an der Vorhanggalerie und miaut. Dann denkt sie, jetzt spinnt sie wieder, jetzt ist Vollmond, jetzt ist sie reulig. Oder der Hund zieht den Schwanz ein und verschwindet irgendwo und heult. Denkt er, das ist der alte Hund, kann man auch nicht mehr retten, der spinnt auch. Der hat da was gesehen, die Katze auch. Nur sie nicht. Kinder können uns auch dienlich sein, indem sie sagen, du Mami, da steht ein Mann, da steht eine Frau. Und dann sollten sie den Kindern Glauben schenken. Ich würde sie ihnen anraten. Wenn sie die Kinder konstant niedermachen, klein machen, oder täuscht dich, das gibt es nicht, das ist nicht möglich. Das sind Märchen. Mit der Zeit sagt es natürlich nichts mehr, ist klar. Und das glaubt der Mutter ja bedingungslos. Das ist da Voraussetzung. Aber sie werden gut oder besser beraten, wenn sie dem Folge leisten und etwas unternehmen oder auf die Suche gehen, was kann ich da tun. Wie oft hatte ich schon in Praxis Leute mit Schreikindern, die oft jahrelang geschrien haben, mindestens in der Nacht. Und das ist für die Eltern oft mehr oder weniger eine Herausforderung oder Überforderung.
hatte ich mal in München so einen Fall, aber natürlich jeden Tag mehr oder weniger. Aber dort kam eine Frau, 40-jährig ungefähr, mit ihren drei Kindern herbei. Das eine war noch ein Säugling, das Schreikind theoretisch circa dreijährig und der Größere war etwa fünfjährig. Ich habe es schon gehört, draußen im Warteraum kommt die rein und sagt sie, wissen Sie, ich weiß nicht mehr ein und aus. Ich war das letzte Jahr, das war 2013, 208 Mal in der Notaufnahme von einem Spital. Ich bin selber Ärztin, praktiziere zwar 6 Jahre nicht mehr seit dem Kind, aber wissen Sie, mein Mann kann nicht mehr schlafen zu Hause, er ist Pilot, er muss um 6 starten da in Erding und er braucht den Schlaf, ist interkontinental und ich halte es nicht mehr aus. Wissen Sie, das Kind schreit ununterbrochen. Sag ich, ja, ich weiß, was es hat. Es ist eine Seele an ihm oder drin. Ganz einfach. Ich habe zum Glück gerade gesehen, das sieht man nicht immer, und konnte die Seele ganz leicht einfach lösen. Das war eine alte Bekannte von diesem Kind, vom früheren Leben, weiß ich auch nicht warum. Auf jeden Fall, nach 5 Minuten war Ruhe. Und das Kind hat danach praktisch nie mehr geschrien. Die Frau hat mir x-mal geschrieben, per SMS, E-Mail, jetzt habe ich Weihnachten und Ostern zusammen. Jetzt habe ich Ruhe. Aber ich habe was gelernt. Das habe ich nicht gewusst. Und wissen Sie, das ist das Verrückte, dass kein Mensch gleich reagiert. Die anderen zwei Kinder haben darauf nicht reagiert, auf diese Seele. Aber das eine voll. Ich habe selber ein kleines Kind. Und das ist einfach ganz anders als die drei Erwachsenen, die ich habe. Und ich habe schon oft gedacht, was wäre passiert, wenn dieses Kind bei einer anderen Familie geboren wäre? Das Kind hat mir schon mehrere hundert Seelen ins Haus geschleppt. Wie das geht, weiß ich eigentlich auch nicht genau. Das sagt dann irgendwo, du, der Papi ist da, kommt, er löst euch ab. Also die sieht's. Und die war zwei, die begann gerade so zu reden und sagte zu Mami, muss keine Angst haben, hier ist ein böser Mann, aber weißt, ich bin da. Muss keine Angst haben. Gut, hat die Mami dann das abgelöst und dann war die Ruhe. Nächsten Tag standen wieder zwei andere da. Das waren einfach, sie sammelt. Und das ist eben auch so, dass der eine Mensch Seelen sammelt oder anzieht, kann man sagen. Und Kinder sind da besonders prädestiniert und rein. Und das Traurige ist an der ganzen Geschichte, dass die Seelen auf Kinder fliegen. Wenn ich oft Eltern mit dem Kinderwagen spazieren sehe oder Mütter mit ihrem Kind, oft sehe ich mehrere Seelen hinter denen nachlaufen und denke, mein Gott, jetzt haben sie dann das Problem, womöglich jahrelang. Ich kann nicht plötzlich einen Stoppriss nehmen und sagen, du, ich muss die ablösen. Ich probiere es dann schon, so schnell wie möglich Erzengel Michael zu rufen und Jesus Christus, hilf dieser Mutter und diesem Kind, dass die Seelen da den Weg finden, nicht mit ihr gehen dürfen. Sonst gehen die mit ins Zimmer und bleiben wahrscheinlich dort, bis jemand dann kommt und dort etwas macht. Und dann ist ein Schreien angesagt. Probleme. Und wissen Sie, Eltern kann ich sogar verstehen, wenn die das nicht mehr aushalten. Und es ist statistisch erwiesen, dass 8000 Kinder in Europa jedes Jahr getötet werden, weil sie die Eltern durchgedreht haben. Die Kinder werden an die Wand geknallt, zum Fenster rausgeworfen oder erwürgt, stickt. Man dürfte diese Eltern nicht als Mörder darstellen. Wir haben einfach durchgedreht. Und ich kann das ganz gut verstehen. Wenn ein Kind schreit, du weißt nicht mehr was. Die wenigsten wissen, dass es was gibt, das sie nicht kennen. Oder dass es zwischen den Welten mehr gibt. Die meisten sind da stumpf. Und das ist natürlich, dort fängt eigentlich unsere Entwicklung an. Ihr Eltern oder ihr Frauen, die schon Kinder hatten, wir haben, oder ihr habt ein spezielles Glück, wir Männer natürlich auch, wir lernen durch die Kinder. Die drücken sich oft aus und wir müssen daran überlegen, was hat es gesagt, was will es mir ausdrücken, was will es mir zeigen. Wir lernen oft die Spiritualität erst kennen durch das Leiden der Kinder oder durch ihre Ausdrücke und ihre, ja, wie soll ich Ihnen sagen, Geistesblitze, die sie mitteilen oder versuchen zu erklären. Oft sehen die nur Fragmente oder Teile von Seelen, oft nur so Schatten. Aber wissen Sie, wenn ein Schatten dann immer größer wird, immer dichter, das ist eine angsteinflößende Energie und das ist zum Schreien. Auch erwachsene Leute beginnen zu schreien dann. Und das ist
je stärker und negativer diese Energie ist, umso, wie soll ich sagen, trauriger und belastender. Verstorbene Menschen, meint man, sollten uns nichts tun. Allgemein ist es so, aber sie stören einfach. Und eines ist uns nicht so richtig bewusst, dass wenn ein Mensch stirbt mit großen Leiden oder nach einer langen Leidenszeit, hinterlässt jeder eine riesen Menge von Gedanken und Emotionen, Gefühlen, Leidensgefühlen, Schmerzgefühlen, Traurigkeitsgefühlen, Ängste, Paniken setzen. Und das bleibt. Der Mensch stirbt dann irgendwann und geht weg, wird weggetan. Aber die Energie bleibt am Haus. Und darum haben Sie das schon gespürt in Altenheimen, alten Pflegeheimen, wenn die Leute auch gestorben sind dort, dass da aus die Luft nicht zum Aushalten ist. Es ist ein Druck auf ihrer Brust, auf ihrem Körper. Es ist fast nicht zum Aushalten da. Und da können Sie den Raum dreimal malen im Jahr. Böden auswechseln. Der Gestank und der Geruch ist da. Bleibt da. Wahrscheinlich hat es auch noch Seelen, die dort sind. Wahrscheinlich, also hundertprozentig hat es dort. Diese Gerüche identifizieren oder teilen mit, da ist ja eine Seele. Und ein Mensch, der alt ist und der aus Angst stirbt, hinterlässt viel mehr geruchsintensive Energien als ein Mensch, der, ja, wie soll ich sagen, einen Herzschlag hat und in 3 Minuten tot ist, der hinterlässt wenig bis gar nichts. Wie oft hatte ich schon Häuser, die waren nicht mehr bewohnbar und die Leute haben gemeint, da drin spinnt es, spuckt es. Und es hat dann oft natürlich das auch gegeben, das habe ich da zu hunderten Mal schon erlebt. Aber oft waren es nur Leidensmuster der Verwandten, Bekannten, die vorher dort gelebt haben, oder Unbekannte. Und das ist das Beste, wenn Sie kleine Kinder in dieses Haus reinschicken, sagen, du, schau mal, wie sie sich benimmt. Die sensiblen Kinder, die schreien in 5 Minuten, nach ein paar Minuten. Die halten es nicht aus, also ist da was drin. Sie spüren es vielleicht je nach Veranlagung mehr oder weniger. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, viele Häuser sind schon von vielen, vielen Generationen bewohnt worden. Heißt aber nicht, dass ein neues Haus nichts hat. Das kann ein neues Haus genauso belästigen und befallen. Jetzt diese Emotionen sind nicht negativ, aber belastend. Und da müsst ihr einfach ganz einfach eine Reinigung machen mit dem göttlichen Wesen, göttlichen Geist. Kann jeder von euch. Und es lohnt sich auch eine unbekannte Wohnung, die sie bewohnen oder ihr eigenes Haus, ab und zu mal zu reinigen. Einfach vor Emotionen, Gefühlen, Schmerzen, Ängsten, Trauer, Entsetzen, Panik, wo Menschen hinterlassen haben, irgendwo, irgendwann. Das vergeht tausende Jahre nicht. Das ist wetterresistent. Aber es ist erstaunlich, wie schnell das weg ist. Also innerhalb Minuten ist es weg. Da hatte ich mal einen Vortrag da in Winterbach, das war da hinten in Stuttgart. Und die Frau, die dort mich dann am Abend nach dem Vortrag besuchte, hat gesagt, ich habe mit Ihnen am 6. August telefoniert. Ich habe gesagt, ja, kann schon sein, Tag, wenn ich 100 Telefon habe. Ja, frage nicht nach dem Namen. Sie hat gesagt, meine Mutter ist am 2. oder 3. August, weiß ich nicht mehr, gestorben. Und ich habe sie gefragt, ist sie weggegangen? Ich konnte das bestätigen, die war weg. Jetzt sagt sie, ich wohne gerade da drüben. Können Sie morgen nicht schnell zu mir kommen? Ich habe ein Riesenproblem. Das war Dezember, vorletztes Jahr. Und am Morgen, ja, ging schnell vorüber. Jetzt war der Mieter da, der Nachkomme, von der, also der neue Mieter. Und er hat 2 Kinder gehabt. Wenn er mit diesen Kindern in die Wohnung hineingegangen ist, haben die sofort begonnen zu schreien. Vielleicht ein 2-jähriges Kind, vielleicht ein 4-jähriges, schätze ich mal. Und die Vermieterin hat auch 2 Kinder, ein 2-jähriger und ein 5-jähriger. Und meine war damals 1,5-jährig. Also gingen wir in diese Wohnung rein. Dann krähten alle in allen Tonlagen da drin. Ich habe gesagt, mal alle raus. Jetzt hat sie gemeint, die Mutter sei noch da. Ich hätte mich getäuscht am Telefon, dass die noch da ist. Weil der Mieter hat bereits den Mietvertrag wieder zurückgegeben. Er hat gesagt, hier kann ich nicht leben, die Kinder brüllen ja wie am Spieß, da stimmt doch was nicht. Sie müssen wissen, die Wohnung war noch bestens eingerichtet, neuere Möbel. Und ich habe gesehen, eine riesen Wohnwand voller esoterischer Bücher. Also die Frau, die dort lebte, hat sich da mehrere Jahre versucht, am Leben zu erhalten. Sie litt aber 7 Jahre an Knochenkrebs
und ist dann mit 55 Jahren dann halt doch gegangen. Sie konnte sich nicht über Wasser halten. Aber stellt euch vor, 7 Jahre leiden, vielleicht hat sie vorher schon gelitten, das blieb in dieser Wohnung. Und diese Kinder haben das wahrscheinlich intensiver wahrgenommen als ich. Also, ich habe sie rausgeschickt und mache das Ritual. Das ist so einfach, es tönt so einfach, ist aber auch einfach, glauben Sie mir. Wichtig ist Ihr Glaube. Wenn Sie die göttliche Wahrheit oben bitten, Gott, Vater oder lieber Schöpfer, hilf mir bitte, lieber Heiland, diese Wohnung mit dem tiefroten Christus-Liebeslicht zu reinigen. Durchflute die ganze Hausaußenseite, unterhalb vom Keller, über das Dach und entferne alles, was menschliche Abfallprodukte von Gedanken, Worten und Taten sind. Schmerzen, Ängste, Panik, Entsetzen, Hilflosigkeit. Befreie alles. Ich danke dir, ich liebe dich. Gut, habe nichts anderes gemacht. Habe gespürt, es ist wieder besser. Kinder eingelassen 5 Minuten später und dann hatten sie lustig. Vor allem die Größeren sind einander nachgesprungen, haben Verstecken gespielt. Und dann war der Mieter nach einer Woche eingezogen, nachdem die Wohnung gestrichen ist. Und sie sind seither scheinbar glücklich. Also fehlt nichts mehr. Aber wie viele, stellen sich jetzt mal vor, leiden an etwas, das ja gar nicht negativ ist, aber störend. Und wenn wir auch unsere Großeltern geliebt haben oder unsere eigenen Eltern, die sind gegangen, gestorben, vergesst nicht, die Wohnung oder das Haus zu reinigen, wenn ihr selber einzieht oder dann das Wohnungshaus vermietet. Dann habt ihr ein Problem, die ziehen alle 3 Monate aus und niemand sagt ihnen, wo es klemmt. Die fühlen sich nicht wohl. Sie spüren es nicht so intensiv, weil es waren ja ihre Eltern. Und sie haben sich diese Energie natürlich kennengelernt und das hat sie nicht gestört. Aber die anderen, die Fremden, spüren es intensiver. Das ist nur Energie, Gedankenenergie. Ängste sind die stärksten. Hass ist das Schlimmste auf der Welt und produziert absolut bis zu dämonischem Abfall. Je mehr Hass der Mensch aussendet, eventuell auch gegen sich empfindet und natürlich ausdrückt, ist das schlimmste Übel auf der Welt, das es gibt und bleibt natürlich extrem intensiv erhalten. Und ist ein gefundenes Fressen für die großen dunklen Wesen, die sich ernähren von solchen Hassenergien und von den Leiden der Menschen. Das ist erschreckend, wenn Sie das sehen, wie diese Wesen da sich aufgeilen. Und suchen sich natürlich dementsprechend die Menschen aus. Wie kann man sich dem entziehen, dieser Dunkelheit, diesen dunklen Angriffen? Das Erste ist, wo Licht ist, kann die Dunkelheit nicht richtig wirken oder gar nicht sein. Also wenn der Mensch nicht weiß, ob er lichtvoll ist oder verschmutzt oder belastet, dann ist es natürlich eine Möglichkeit wie eine Einladung, dass diese Wesen, alle verschiedenen Gattungen, von denen ich jetzt noch dann spreche, sie finden oder dann versuchen, sie zu nötigen und zu quälen. Es gibt Menschen, die sind sehr religiös, vielleicht auch esoterisch, gut auf dem Weg, meinen, sie seien da frei und es geht jetzt dann aufwärts. Und das ist ja vielleicht eine gute Meinung, es stimmt meistens auch. Und plötzlich kommen dunkle Wesen, stoppen diese Menschen und zwingen sie in die Knie. Bringen sie eventuell, wenn es dumm geht, in die Psychiatrie. Was ist passiert? Diese Seelen sind praktisch überentwickelt, hochentwickelt, könnte man auch sagen, und sind eigentlich kurz vor dem Abflug dort hinüber in die astralen Ebene, wo es dann nur noch Freuden und Schönheit gibt. Und das passt der Dunkelheit niemals. So wird die Dunkelheit alle bestreben, in die Wege leiten, diese Seele zu stoppen, zu quälen, zu nötigen und natürlich zu verführen oder abzubringen vom Weg. Das ist für die natürlich leicht, denn wir lassen uns sehr schnell täuschen. Vieles, was wir sehen, ist gar nicht real. Viele meinen, es ist real greifbar, dabei ist es irreal oder surreal, wie man das sagen kann. Aber diese Wesen sind natürlich unseren Gedanken immer einen Sprung voraus. Die wissen, was ich denke jetzt in der nächsten Zeit oder mache und haben einfach Heimvorteile. Sie sind ja extrem hochentwickelte Geister von der negativen Seite. Wir allgemein
sind eher von der lichtvollen Seite, aber noch ein bisschen unterentwickelt. Ich sage es mal so. Wir sind Suchende. Und bis wir da ganz stubenrein sind, sagen wir mal so, braucht es bei vielen noch eine gewisse, ja, gewisse Zeit. Aber es ist jedem freigestellt, wie schnell er da vorwärts gehen will, durch die Erkenntnisse des Lebens, der Leben. Niemand zwingt sie, schnell zu laufen. Zwingt sie auch niemand zu stoppen. Jeder kann stoppen, aber ein Stillstand ist für eine Seele sozusagen der seelische Tod. Das hat Jesus uns gelehrt. Also ich muss mich im Leben stellen, vorwärts gehen und Erkenntnisse sammeln. Das ist ja mein innigster Wunsch oder vermutlich der Lebensplan und das Lebensziel, das ist was anderes. Jetzt, wenn ich auf dem Weg bin, das haben Sie vielleicht schon gemerkt, fängt es oft ab 35 an zu holpern. Es wird oft schwieriger, schwerer. Und dann wundern sich viele Leute, warum ist es jetzt plötzlich so schwer? Oder habe ich Störungen über Störungen? Allgemein kann man dazu sagen, dass wir bis ungefähr 35 frei sind von den eigenen alten eingemachten Paketen, also von den karmischen Mustern, karmischen Leiden, elementalen und Mitleidensenergien. Die sind wir noch befreit und plötzlich kommt es. Das, was wir im letzten Leben eingepackt haben, und das kommt dann eingeschrieben, so nach 35 kommt es. Schau mal, pack's aus. Deine verfaulten Sachen da, schau das an. Und dann beginnt eben das Problem. Viele denken, ich glaube, ich spinne, das gibt's doch nicht. Gestern war ich noch fit und heute bin ich da am Boden zerstört, eigentlich depressiv und so weiter. Was ist denn da los? Das sind auch solche Momente, wo der Mensch nicht verstehen kann. Du bist absolut in einem guten, glücklichen Zustand. Ist egal, was für eine Arbeit sie tun. Und plötzlich kommt eine tiefe Trauer, dass du weinen könntest. Oder denkst, Mensch, was ist denn das? Ich könnte im Boden versinken. Es geht mir so schlecht. Ich fühle mich entweder saft und kraftlos oder schwindelig, dass ich fast umfalle. Oder dann das Problem, ich spüre mich nicht mehr. Das sind alles so Sachen, meistens aus der eigenen Erfahrungswelt. Gestörte Emotionen, gestörte Gefühle, alte Lebenskrisen, die gespeichert sind, die jetzt kommen im Moment, oder Leiden aus der Vergangenheit. Ihr müsst euch vorstellen, alles, was ihr bis jetzt durchlebt habt, diejenigen, die keine großen einschneidenden Probleme hatten, werden da nicht viel mitreden können, aber diejenigen, die oft und des Öfteren Unfälle hatten, Schmerzen, Probleme und Rückschläge, wenn Sie das nicht schon gelöscht haben, sollten Sie dahingehend das machen, diese Leiden zu lösen und zu löschen. Sonst müssen Sie im nächsten Leben rechnen wie eine Schallplatte, die ein Loch hat. An der gleichen Stelle, im gleichen Alter, kommt das Leiden genau wieder gleich zum Vorschein. Und da wundern Sie sich, was ist denn das? Woher kommt denn dieses? Und die Ärzte sind dann oft auch ratlos. Letzte Woche waren Sie kerngesund, jetzt haben Sie im dritten Stadium Krebs, nach einer Woche. Solche Sachen habe ich schon hunderte Mal gehört. Also eigentlich Phänomene oder Phantom. Oder sterben Hände ab oder Füße. Oder Schmerzen, die nicht beschreiblich sind, dass die Leute sogar Morphine brauchen. Wie aus dem heiteren Himmel, ohne eine Diagnose, ohne eine erkennbare Krankheit. Meistens ist es die Erinnerung unseres Körpers, der Seele natürlich, an die alten Leiden der Vergangenheit. Und das ist schlimm, wenn ich dann einfach drinstecke, wissen Sie, es geht jedem von uns genau gleich. Ich habe dann genügend zu tun, von einem Gesundheitsspezialist zum anderen zu gehen, zu einem Arzt, zu jedem Spital, zum anderen. Du kommst gar nicht in die Ruhe und es kommt dir wahrscheinlich nicht einmal in den Sinn, dass es geistige Störungen sind. Ich würde mal da behaupten, der größte Teil der Krankheiten ist geistiger Natur oder seelischer Natur, ist nicht das Gleiche. Ich würde mal sagen, 30%, 20% ist physikalische Krankheiten durch Ernährung, durch schlechte Bettplätze, Stromfelder, Handy und so Zeug, was uns kaputt macht. Aber vielleicht die 70-80% sind einfach seelische Störungen. Und wissen Sie, ich kenne inzwischen jede Menge von Ärzten, die müssen es zugeben, Sie sehen es ja. Sie sind nicht weitergekommen. Und wenn man das herausfindet durchs Pendeln,
was die Ursache ist, da hat man natürlich viel schneller die Wirkung. Die Wirkung stellt sich dann meistens sofort ein, wenn ich weiß, was es ist. Es gibt aber auch Krankheiten, die sind sehr komplex ineinander verschachtelt. Und bis man da überhaupt weiß, wo es angefangen hat, das wird schwierig. Eine Krankheit löst eine andere aus. Oder ein Leiden löst mehrere aus. Und das ist in uns ja alles in einem bunten Wirrwarr gespeichert. Eines können Sie tun. Ihre alten Leiden aufrufen und lösen und löschen. Sie sind die Chefin. Sie sind der Chef von Ihrem Leben, Ihrem Körper, Ihrer Seele. Sie sind die Seele. Und ich würde Ihnen also anraten, das zu tun, bevor das Leiden kommt. Denn das wissen Sie nicht, wann es kommt. Es kann morgen schon kommen. Das Zweite ist, dass Sie eigentlich seelisch gesehen alles hervorholen und darum bitten, dass eigentlich Sie dann später einholt, also Sie richtig hervorholen, die Speicher leeren, wie Frühlingsputz. Oft haben wir Anzeichen und wir verstehen sie überhaupt nicht, was es bedeutet. Stellen Sie sich vor, unser Körper hat unzählig Chakren am Körper, das sind so Lichtpünktlein. Bei gewissen Menschen sieht man die. Die leuchten und drehen eigentlich so rum wie eine Kirchturmuhr. Haben ganzes helles Licht, oft weiß, oft gelb. Und es ist die Frage der Energie des Körpers, ob man das sieht. Wenn ein Mensch aus den Ferien kommt, als Beispiel, sagen viele, du hast dich gut erholt, du strahlst wie ein Glückskäfer. Deine Aura ist riesig, das spürt man, der Mensch ist geladen, energetisch geladen. Und dann sieht man die Chakren sehr schön, als Hellsichtiger sieht man das deutlich. Bei Einzelnen sind die Chakren nicht am ganzen Körper sichtbar, ist klar, man hat ja Gewand an oder Röcke. Aber Stellen, wo die Chakren nicht sichtbar sind und nicht funktionieren, kommen früher oder später dann Leiden, Störungen, Probleme. Und man kann ja nicht jeden dann röntgen. Aber eigentlich müsst ihr euch vorstellen, dass ihr die Chakren selber aktivieren könnt, lichtvoll behalten könnt. Und das ist etwas, das jeder von uns leicht tun kann. Und das ist nicht etwas, das nur die Asiaten haben oder sonst irgendjemand, sondern es hat jeder Mensch auf der ganzen Erde. Wir sind da theoretisch gleich gebaut. Jetzt ist es nichts Neues, es hat nichts mit Esoterik zu tun. Jesus wurde schon gefragt vor über 2000 Jahren von einem persischen Arzt, was sind denn das für Lichtpunkte, die ich sehe bei Menschen oder gewissen Menschen, die funkeln und oft klein sind, oftmals stark. Kannst du mir Erklärung geben? Er sagt, weißt du, es ist kompliziert, aber ich erkläre es dir auf einfache Art. Stell dir vor, dein Körper ist wie ein Haus. Und wenn du dieses Haus vorübergehend verlässt, dann bist du gut beraten, wenn du an jeder Türe, jedem Fenster ein Licht anzündest. Sonst musst du dich nicht wundern, wenn du nach Hause kommst, wenn nichts mehr da ist. Die Einbrecher haben das gesehen, dass nichts brennt und sind schon vor dir und haben alles geholt. Also das ist die simple Erklärung und genau so ist es. Liebe Damen, liebe Herren, glauben Sie mir, es lohnt sich, da Licht anzuzünden. Machen Sie bitte den Fehler nicht, wie diese Esoteriker, ich sage oft, sind es Spinner, stehen nicht mit den Füßen am Boden, sagen nachts, die Chakren schließen. Wisst ihr, wer das sagt? Die Dunkelheit. Mach die Fensterläden zu und löscht das Licht ab, dann komme ich. Kann ich dann kommen? Also aufgepasst, niemals das Licht auslöschen, sondern das Licht verstärkt. Bei Sonnensinn, danach brauchen sie Licht. Und das ist natürlich Stumpfsinn, aber wissen Sie, ich bin nicht über alle Zweifel haben, aber das ist jetzt ein grober Fehler, wenn man das macht. Nie die Chakren schließen, sondern aktiv behalten, mehr oder weniger immer wieder neu reaktivieren. Und das ist sehr wichtig, auch wenn Sie vielleicht keine Ahnung davon haben, probieren Sie es. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Bauchnabel da drehen, zum Beispiel gegen die Uhrzeigerrichtung, also von innen gesehen nach rechts, von außen nach links, spüren Sie nichts. Drehen Sie mal rechts rum, also von innen gesehen links, wird es plötzlich heiß. Das ist eine Drehrichtung. Und Sie müssen sich vorstellen, unsere Körper sind bioelektrische Apparate, die funktionieren auf bioelektrische Ströme, ganz kleine, feine Ströme, darum sind wir so empfindlich. Und eine Befruchtung von einem Ei kann nur passieren,
wenn Mann und Frau sich begegnen, energetisch geladen sind, die drehen die Chakren gegeneinander, dann läuft was. Und dann können die Spermien aktiv, positiv geladen, auf dem negativen Schleim der Frau das Ei finden. Also dieses bioelektrische Prozess, das Geheimnis des Lebens. Haben Sie das Handy im Hosensack, möchten dann ein Kind erzeugen, müssen Sie froh sein, wenn Sie ihn noch hochbringen. Also meine, das ist das eine. Und das zweite ist die Gefahr, dass Ihre Eier und Spermien abgeröstet sind. Das kann man beweisen. Da kommen junge Leute zu mir, beide das Handy im Hosensack, möchten Kinder. Ich sage, ja Sie, Ihnen kann ich nicht mehr helfen. Entweder werfen Sie das Handy fort oder tragen es am Bein unten, aber nicht im Hosensack. Das können Sie vergessen, Ihre Eier sind jetzt ein halbes Jahr geröstet. Wenn Sie Glück haben, kommt es wieder. Und bei vielen hat es dann auch geklappt, aber es ist denen nicht in den Sinn gekommen. Wissen Sie, ich muss die Physik verstehen lernen. Ich kann nicht glauben, wenn es andere benutzen, dass ich es auch benutzen soll. Ich muss überlegen, was passiert da. Wenn Sie mehrere Handys gegeneinander stellen, in der Mitte ein rohes Ei, alle Telefone sind gegeneinander geschaltet, also wählen gegenseitig, sind online, ist das Ei nach einer gewissen Zeit gekocht und platzt. Hey, Sie haben es am Kopf, nie an den Kopf. Da oben ist mehr als ein rohes Ei. Also das ist ja ein bisschen mehr Masse, aber aufgepasst. Und das ist die Unachtsamkeit. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie dann 15 Jahre künstliche Befruchtungen brauchen, es funktioniert überhaupt nicht, geht alles in die Hosen. Und dann kommen sie dann schlussendlich bei mir angekrochen. Bei mir ist es oft ganz einfach. Ich muss die Frau nicht mal berühren. Oft wäre es noch zwar schön, aber darf man gar nicht erlauben. Aber das ist noch was anderes. Das sind Befehle von diesen Frauen aus früheren Leben, die meistens vernichtend wirken. Stellen Sie sich jetzt mal vor, praktische Frauen. Vor 102 Jahren war der erste erfolgreiche Kaiserschnitt. Vorher waren alle Frauen gestorben, draufgegangen. Querlagen, Steißlagen, Komplikationen. Heute ist eine Schwangerschaft und eine Geburt relativ, also absolut eine Normalität. Und für die Ärzte nichts speziell Herausforderndes mehr, also sagen wir, allergrößte Menge. Jetzt müsst ihr aber vorstellen, wie ist es denn gewesen früher, als ihr Frauen dermaßen gelitten habt, mehr denn ein Tier, und schlussendlich musstet ihr erkennen, es geht nicht mehr weiter, dann sind sie elendlich mit dem Kind zusammen gestorben. Oder wenn sie geboren haben, haben die damaligen Schmutzfinger da in ihre Wunden gelangt oder in ihre Scheide und haben noch Keime und Infektionsherde gebildet, dass die Frauen elendiglich nach 7 Tagen am Wochenbett Fieber gestorben sind. Jetzt, was denkt so ein Mensch, eine Frau, die stirbt? Es ist die Frage, wie sie geschwängert wurde. Wenn sie noch vergewaltigt wurde, das kann ich die Frau verstehen, sagt, ich will nie mehr mit einem Mann was zu tun haben, nie mehr schwanger werden, nie mehr ein Kind austragen, nie mehr sterben wegen einem Kind, nie mehr sterben mit einem Kind oder nachgeburtlich kommen, ich will das nicht mehr. Und jetzt kommen junge Frauen auf die Welt, vom guten Mann, absolut, werden sie geeignet für eine Familie und haben keine Chance, ein Kind zu kriegen. Wenn sie diese Befehle rückgängig machen, das mache ich dann mit den Frauen, 5 Minuten später können sie rausgehen und dann geht's los. Und dann können sie nach Hause gehen und dann nach einem Monat, 2 Monaten sind sie schwanger. Und das ist eben die Befehle, die muss ich kennenlernen und verstehen lernen, was da passiert ist. Wenn jemand den Körper verdammt hat, verflucht, verwünscht, aus Verzweiflung, aus Leiden, das macht man nicht aus Spaß, bleiben solche ganz gefährlichen Befehle in uns drin und wirken gegen mich. Denken Sie, liebe Männer und Frauen, was passiert, hat Jesus uns schon gesagt, zeige mal mit dem Finger auf eine Person und sag, schau mal die blöde Kuh, schau mal die blöden Idioten da und so weiter, der kann nichts und ist nichts und die ist nichts. Überlegen Sie mal, es kommt 3-mal stärker zurück, 3 Finger zeigen nämlich auf mich. Und wenn Sie diese Erkenntnisse in sich aufnehmen, werden Sie lernen und erkennen können, alles, was ich aussende, kommt negativ 3-mal stärker zurück. Aber im dümmsten und ungünstigsten Moment, wenn es dumm geht im nächsten Leben, wo du keine Ahnung hast. Und darum muss ich Ihnen einfach anraten, solche Befehle, solche Verwünschungen, Verfluchungen, Verdammungen unbedingt zu löschen, denn Sie wissen nicht, was Sie mit sich herumschleppen.
Und da wir alle nicht mehr so unbedingt stubenreine Engel sind, sonst wären wir ja nicht hier, dann haben wir wahrscheinlich halt solche Probleme eingepackt und in uns. Da muss man anfangen, bei sich, nicht bei den anderen. Und dann geht es schon leichter. Dann kann ich dem Körper auch signalisieren, was ich möchte, und er wird es tun. Denn unser Körper ist grundsätzlich mein Diener. Ich bin die Seele und mein Körper ist, wie gesagt, mein Diener. Jetzt aber, wie schon anfangs gesagt, wenn ich ihm dauernd Befehle gebe, die ihn schädigen, wird er es ab und zu oder dann irgendwann machen müssen. Und viele sind überlastet von solchen Befehlen, also total. Nicht nur Augen, Sinneswahrnehmungsorgane, auch Gefühle, und dann speziell die Haut. Die Haut ist der Ausdruck des äußersten, größte Organ am Körper, teilweise bis zu 4 Quadratmeter groß, bei vielen 3 Quadratmeter. Und es ist eigentlich der Ausdruck unserer Seele, ist der Körper, die Haut. Also wenn ich der Haut zusetze, indem ich sage, hoffentlich hast du das nicht auch, bekommst du das nicht auch, wie diese Frau so viele Runzeln, so viele Flecken, so viele Psoriasis, Neurodermitis, Adern oder was weiß ich was, ich will das nicht, dann versteht der Körper das total falsch. Überlegen Sie doch, hoffentlich bekomme ich das nicht auch, wenn Sie das nicht weglassen. Das wird nicht verstanden geistig. Hoffentlich bekomme ich das auch, das ist ganz was anderes. Und dann beginnt der Körper früher oder später genau das zu fabrizieren. Und dann sind Sie da der leidende Mensch und da hilft Ihnen dann niemand. Schauen Sie, ich habe einen Vortrag da drüben am Ende des Bodensees. Das war im Salem. Und da war eine Dreifachturnhalle, es waren einfach 300-400 Leute im Saal. Und am Abend um 11 nach Fragestunde hat da hinten eine Frau da gerufen, sie dürfte ich auch noch was sagen. Steht die auf, ich habe sie aber nicht gesehen dort hinten so richtig. Sie sagt, wissen Sie, alles was Sie gesagt haben heute, kann ich umsetzen, kann ich verstehen oder glaube ich, das gibt's. Ich habe aber ein Problem. Mich bestraft Gott, ich bin hier im Saal die hässlichste Frau. Sie hätten die Leute sehen sollen, wie eine Welle, sind alle aufgestanden, wollten die hässlichste sehen da hinten. Haben sie aber nicht gesehen. Und hat sie mich gefragt, was kann ich tun? Da habe ich gesagt, ja, ich muss Ihnen die Wahrheit sagen, Sie sind selber schuld. Aber vielleicht nicht nur in diesem Leben, wahrscheinlich schon in vielen Leben haben Sie gegen sich selber gearbeitet, ohne dass Sie es vielleicht gemerkt haben. Ja, wissen Sie, stimmt schon. Schon als Kind hatte ich ein Tagebuch und jeden Tag meine Lachfältchen gemessen. Aber jetzt brauchte ich einen ganzen Monat fürs Gesicht und so weiter. Da habe ich gesagt, wissen Sie, Sie können es ändern. Aber ich kann Ihnen nicht garantieren, ob Sie es schaffen und wie lange das es geht. Vielleicht sind Sie erst im nächsten Leben wieder so schön wie eine Barbie-Puppe. Also es geht, funktioniert schon. Kommen Sie nachher hinter den Vorhang. Es war wie da, aber ein Riesensaal natürlich. Ist die gekommen mit ihrer Oma. Die Frau war eben, wie gesagt, 36, wie ich dann vernommen habe, ihre Oma etwas über 80. Und die Oma hatte viel schönere, straffere Haut als ihre Enkelin. Und dann hat die junge Frau gesagt, Sie wissen Sie, ich habe ja kein Glück, ich bekomme nie einen Mann. Wer will denn schon so eine verschrumpfelte Person? Ich sehe aus wie 120 und sie hatte recht. Hat nur noch die Bluse geöffnet und denke, oh Gott, ist jeder Bosskopföpfel 100-mal schöner. Also ich habe gesagt, haben Sie eine medizinische Diagnose, was es ist. Es ist keine Krankheit, die man kennt. Es ist keine Krankheit. Aber die Haut hat ausgesehen, richtig grau. Das ist so ein Komiker da im Film, der noch schöner ging. Und dann habe ich wirklich gedacht, oh Gott, hoffentlich kann man denen noch helfen. Habe ich gesagt, wissen Sie, probieren Sie es. Eines ist das Erste, Sie können den Körper nicht züchtigen, nicht verändern, wenn Sie ihn nicht lieben und ihm das kundgeben. Das macht er gar nichts. Stehen Sie jeden Morgen vor den Spiegel, aber nicht im Wintermantel oder Jogginganzug, sondern flötli blut, also splitternackt, und berühren Sie den Körper und sagen, ich liebe dich. Morgen begrüßen Sie Ritual, steht im Gebetsbüchlein. Ja, Sie, kann ich nicht, sehe aus wie ein Monster. Ich sage, ja, Sie, ich sehe es auch so, aber wissen Sie, es geht nur so, Sie müssen sich selber lieben, Sie haben es auch selber gemacht, Eigenverantwortung. Aber Sie gut die Ohren gespitzt. Das Zweite ist, sprechen Sie mit den leitenden Körpergeistern von Ihrer Haut, Oberhaut, Deckhaut, Unterhaut, Netzhaut, Bindegewebe,
alle Organe, die darunter verbogen sind, das ist das komplexeste Organ, und sagen sie ihm, dass sie im liebenden Körper, die Haut, dass er sich wieder erinnern soll an den Ursprung, wo der Schöpfer ihnen den Körper, die Haut geschenkt hat, in der vollkommenen Perfektion. Und sagen sie ihm, er soll sich wieder umformen, sie möchten ihn wieder schön, rein, frei, heil, absolut faltenfrei haben. Und machen sie es einfach jeden Tag, bis es funktioniert. Und ich habe dann wirklich, muss ich Ihnen ehrlich gestehen, gedacht, Mensch, schafft das ein Mensch noch so? Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja schlimmer als eine ausgegrabene Mumie. Also brutal, weißt du? Ich habe wirklich gedacht, hoffentlich schafft die das. Weil es ist dann schon eine Herausforderung. Und das ist ja für diese Frau der Horror gewesen. Müssen Sie sich mal vorstellen, du siehst da sie 120. Die Leute haben sich geschockt, abgewendet. Dann ging es ungefähr eben so knapp 8 Monate, 7,5 Monate war ich dann in Frickingen da, das ist auch hinter Überlingen, und war gerade im Einrichten von meiner Verstärkeranlage, kommt eine Frau herein, tänzelt da rum und die Arme in die Luft und sagt, schauen Sie mich an, Herr Stieger, kennen Sie mich noch? Ich sage, ja, tut mir leid, das jetzt schaltet es mir nicht. Sie sagt, ich bin doch die alte Schachtel da von Salem, wissen Sie? Ich sage, ja, gibt's das? Ja, sage ich so. Die sah wirklich dann aus wie eine 40-Jährige, also annähernd so, wie sie eigentlich wäre. Schauen Sie, ich habe so viel gearbeitet und das hat funktioniert. Ich habe mein Schatzilein da draußen, da hat sie gerufen, Wolf Dietrich, komm rein. Seit einem Monat hat sie noch ein Schatzilein. Und sie haben dann gesagt, sie, ich hätte doch nie eine Chance gehabt, einen Mann anzuziehen. Wer heiratet denn schon eine 120-Jährige? Also meine, und tatsächlich, gut, die hat die Bluse nicht geöffnet, aber ich habe sie überhaupt, dass es schöner wird. Das Gesicht ist jünger. Und sie haben mir dann einmal ein Badefoto geschickt von Griechenland. Und im nächsten Moment habe ich nicht mehr gewusst, wer sie war. Ich habe ihren Namen ja nicht gekannt. Sie haben geschrieben, die alte Schachtel von Salim. Das war dann das Kennwort. Und die hat es geschafft. Und es ist möglich, wissen Sie, wir sind die gleichen Seelen wie im letzten Leben. Wir können diese Befehle rückgängig machen. Wir sollten sie, bevor diese Befehle nicht zerstören. Da kommt noch was dazu, liebe Damen. Stellen Sie sich mal vor, es ist nicht selbstverständlich, dass wir oft automatisch gesund und normal sind. Gehen Sie mal in ein Kinderspital. Das ist schlimm, das ist fast nicht zum Aushalten. Missgebildete Kinder, entartete Kinder, Wasserköpfe und fehlende Gliedmassen und was weiß Kuckuck was. Also man dankt Gott richtig, wenn man rausgeht, dass ich gesund bin. Also man kann wirklich, sieht man erst richtig, was ich für eine Gabe, Gnade bekommen habe, wenn alles funktioniert und alles dran ist. Also, danken Sie einmal dem Schöpfer für Ihre gesunde Körperstruktur, für das Geschenk an Sie. Wissen Sie, er schätzt es nicht so sehr, wenn seine Kinder nicht dankbar sind. Da kannst du lang betteln und rufen, da kommt einfach nichts mehr. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Prozess. Beschenken Sie mal Ihre Kinder und die schätzen Ihre Geschenke an Weihnachten nicht, werfen Sie sogar weg. Dann haben sie einmal eine besondere Gratifikation gegeben, jedem Kind 2.000, 3.000 in die Unterhosen oder irgendwie das Pyjama rein. Das ist in meiner Familie passiert. Da haben zwei das nicht geschätzt, haben es weggeschmissen, in den Schrank gesteckt. Hat die Großmutter einen Monat später gefragt, habt ihr gesehen, was drin war? Der eine hat gesagt, ich habe nichts, Päckchen nicht aufgetan. Wahrscheinlich hat er noch mein Bruder noch die Pack gehabt vom letzten Jahr. Es gibt jedes Jahr Pyjama, oder? Hat er gemeint. Dabei waren 3.000 Schweizer Franken drin. Da hat meine Mutter, Großmutter gesagt, weißt, das war jetzt das letzte Mal für dich, dir gebe ich nie mehr was. Und das ist ja im Kleinen eine Parabel, wie es im Großen ist. Der Schöpfer denkt gleich, ist aber die Güte und die Liebe, aber irgendwo hat seine Grenzen. Wenn ich seine Werke nicht schätze, wie soll er mir dann helfen? Es funktioniert dann nichts mehr. Und Bettler sind wir sowieso niemals. Wir sind seine Kinder. Vergessen Sie das nicht. Ich sollte nicht betteln, sondern danken dafür, dass ich es schon habe. Das ist ganz eine andere Betrachtungsweise und wirkt effizienter. Also wenn ich sage, ich bin ein armer Schwein, ich leide, ich krieche schon, hilf mir, dass ich wieder gehen kann, sagt er, wenn du sagst, du bist krank, dann bleibst du es. Ich habe keine Bettler auf die Welt geschickt. Ich habe meine Kinder darunter geschickt. Und dieser Mensch hat natürlich das Wesentlichste nicht verstanden. Muss man aufpassen, dass man nicht falsch
Bestellungen macht, sonst bekomme ich dann eigentlich nichts und es funktioniert und läuft hinten und vorne gar nichts. Jetzt bin ich angewiesen worden, wir machen jetzt eine kurze Pause und wir hätten am Schluss, wenn Sie das wollen, noch eine Gruppenablösung, Gruppenheilung, kürzeste Version. Diejenigen, die das mitmachen wollen, sind natürlich eingeladen, die anderen, die es nicht schätzen, sind da nicht gezwungen, für sich was zu tun. Also das ist dann am Schluss. Jetzt möchte ich nur noch etwas machen. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder, die ich da auslege, dass Sie sich mal ein bisschen vorstellen können, was es überhaupt gibt. Denn Sie haben vielleicht schon vieles gesehen, aber diese Bilder wahrscheinlich nicht. Schauen Sie, was ich jetzt gesagt habe, ist eine junge Frau, die wurde von drei Dämonen heimgesucht. Ich habe das Bild dann bekommen, kurz vor Dezember im letzten Jahr. Und die junge Frau hat drei Wochen nur noch gekotzt, es ging ihr also miserabel. Und sie hat gesagt, ja, ich darf das Bild veröffentlichen, ich muss aber es abdecken. Sie sehen auf der Schulter ein Wesen, hinten sehen Sie einen T-Rex, einen Dämon, das sieht aus wie ein Dinosaurier Rex. Und hinten ist auch noch einer. Da ist von drei Dämonen ist die Frau heimgesucht worden. Und wir haben dann am Telefon über Fernbehandlung diese Wesen weggejagt, sie befreit, sie war sofort in einer Stunde wieder hergestellt. Diese Wesen zeigen sich auch in der Natur neuerdings. Sie kündigen sich an, monsterhaft, 100 Meter große Kraken, also hässlich und grässlich. Ist jedes Schwein schöner, wissen Sie? Diese Energien sind hässlich, ist nicht göttlich. Das ist ein Bild von einem Baum. Und wenn Sie das dann auf dem näher betrachten, sehen Sie auf dem Baum einen Nebel. Das ist nur ein paar Minuten später, das ist das erste Bild. Zwei Minuten später das. Es war ja 30. November, kalt unter Null, ist nicht Dampf. Schauen Sie, es sind 18 Wesen drauf. Sie sehen Totenköpfe mit Hörnern. Das ist Astralwesen, Abfallenergie. Und diese Familie lebte in der Nähe von der tschechischen Grenze, Niederbayern. Die hatten 2,5 Jahre jede Nacht Lärm im Haus, Klopfen, Gestank, dass sie alle es mit der Angst zu tun bekamen. Und ich hatte dann am 3. Dezember in Passau einen Vortrag, Stadthalle. Und da kamen die und brachten mir die Fotos. Sie sind nicht, kein Foto ist von mir. Ich habe noch nie ein Foto gemacht, ich sehe sie den ganzen Tag. Also mehr oder weniger, das ist solche Wesen, Energien auf den Bäumen. Und wenn Sie so komische Nebel sehen, die einfach nicht so richtig ins Schema passen, im Sommerabend oder so, schauen Sie genau hin, diese Nebel bewegen sich, das sind negative Wesen. Meistens Astralwesen, Abfall, also Hinterlassenschaften von verstorbenen Menschen oder negativ programmierten Menschen, die sind geballt. Wenn Sie solche komischen Himmelszeichen sehen, das ist dann nichts Gutes da. Und solche Seelen, die sehen dann schwarz aus, wenn sie besetzt sind und gestorben sind da. Das ist eine Seele in der Natur, die ist kohlrabenschwarz. Im Normalfall sind sie nicht so dunkel. Ja, ich habe da noch viele Bilder. Das ist zum Beispiel die letzten Bilder, die ich jetzt bekommen habe von Leuten in Niederösterreich bei einem Haus, wo solche Nebel sich da ums Haus herumschleichen. Oder da bei diesem Bild, 5 Minuten vorher, und dann so. Meinen Sie ja nicht, das ist Rauch oder Dampf. Sie sehen ja drin gewisse Köpfe. Das ist das Dünkelste, das um die Häuser herumschleicht. Oder auch dieses Bild ist auch sowas. Also wenn Sie das sehen, schützen Sie sich sofort, sofern Sie das wollen. Sonst haben Sie es schnell. Also das ist einfach sehr negativ. Viele glauben nicht, dass es Außerirdische gibt. Mit denen habe ich fast jede Woche zu tun. Schauen Sie mal, das ist ein Baby, das auf einem Couch liegt. Die Mutter hat ein unbestimmtes, eigenartiges Gefühl bekommen und hat gesagt, ich muss das Kind fotografieren. Hat drei Fotos gemacht. Nachher musste sie sich übergeben, ist in Deutschland. Hat mir dann mich gesucht und hat mir das geschickt. Mit der Vergrößerung sieht es so aus. Es ist ein außerirdisches Baby. Und wie ich schon vielleicht vorher angetönt habe, suchen auch Kinder andere Kinder. Wir Menschen lieben Kinder, Menschenkinder, Tierkinder. Und wissen Sie, darum ist es wichtig, dass Sie Ihre Babys speziell beschützen und behüten. Sie haben die Verantwortung. Sonst müssen Sie nicht wundern, wenn die durchdrehen oder dann auch vor lauter Angst sterben. Also das ist dann wirklich so. Also sind jede Menge von Fotos. Da ist es gar nichts Schönes, wissen Sie.
Wir haben aber auch wunderbare natürlich Geistwesen. Also das möchte ich dann nicht meinen, dass ich denke, es ist nur negativ. Aber wir haben nur mit den negativen Energien Probleme. Mit den anderen positiven Geistwesen. Die sind aufbauend, die sind positiv, liebevoll und schön. Und viele Menschen wissen nicht, auf was sie sich einlassen. Asiatische Heilkunst, asiatische Techniken zum Heilen, kann für die gut sein, aber es hat mit uns nichts zu tun. Glauben Sie mir, wenn ein Volk Drachen, Schlangen, Affen als Götter hat, dass da nichts Gescheites da bei uns rauskommt. Da können Sie ein paar Nadeln ins Arsch stecken, das nützt dann nicht viel. Schauen Sie, diese Frau hat Reiki-Meisterausbildung gemacht. 60-jährige Frau, ist ein Bild von Marm. Dann hat sie plötzlich gemerkt, das ist nichts Gutes, da kommen negative Energien. Sie war verunsichert. Und eines Nachts standen dann zwei schwarz gekleidete Wesen bei ihr. Die haben gesagt, du bist nicht für uns, also bist du gegen die, uns. Und haben ihr die ganze Nacht 63 Reiki-Zeichen eingebrannt. Sie sehen, dass tiefe Brandblasen. Sie hat den Körper mir gezeigt, aber nicht fotografiert. Die werden ihr das ganze Leben bleiben. Aufgepasst, wissen Sie, lassen Sie sich nicht mit Ideologien ein, die Sie nicht kennen. Wir sind oft neugierig und gutgläubiger. Passen Sie auf. Was die machen, sollen die selber haben. Wir sind nicht Asiaten. Ich möchte nicht schlecht machen. Aber wir sind nicht Europäer. Und die sollen machen, was sie wollen. Aber da muss man aufpassen. Nicht meinen, alles Fremdländische ist gut. Wir sind da eigentlich eine gut entwickelte spirituelle Gesellschaft. Eine alte Gesellschaft. Also noch nicht ganz erhaben über alle Zweifel. Aber da muss ich jetzt einfach sagen, wir sind auf dem Weg. Andere Völker haben ihre Probleme. Sie sehen die Religionskriege, wie weit die kommen. Die machen sich gegenseitig kaputt. Hatten wir auch vor 500 Jahren. Nicht besser als die. Am liebsten habe ich natürlich dieses Bild. Zum Beispiel ein Engelwesen sich zeigen. Das ist natürlich sensationell, wenn Sie die Schwingung spüren, dass das ganze Feld, der Boden beginnt zu vibrieren und es fallen vom Himmel farbige Wasserfälle herunter. Das ist erschütternd, freudig. Also hast du natürlich alle Zustände der Freude. Und das ist natürlich, da sind verschiedene Bilder drin von positiven Geistwesen. Die sind auch da, wissen Sie. Zum Beispiel da Baumgeister. Devas. Halbe Stunde auf einem Baum. Denken Sie in der Bibel, wo man vom brennenden Feuerstrauch redet. Es ist eigentlich das gemeint. Es gibt natürlich auch, das ist ein Blauer. Das sind dann einfach Wesen, Naturgeistwesen. Kleine Engel, könnte man sagen. Auf jeden Fall, was Farbe ist, ist positiv. Wo keine Farbe ist, kein Licht ist, können Sie ja davon ausgehen, dass es nicht so positiv ist. Und das sind natürlich so Bilder. Ich lege sie auf diesen Tisch oder lege sie dort hier hin, da können Sie es mal anschauen. Machen wir schnell eine kurze Pause. Gell? Wir sind jetzt wieder dabei und es wird einem richtig warm ums Herz, wenn man da reinkommt. Aber es ist meistens, glaube ich, die Temperatur des Saales. Also ich brauchte wirklich eine Veronika mit dem Staubtuch da. Aber hoffen, dass Sie nicht mehr schwitzen als ich. Es ist auch da, bin ich ein Erleuchteter, aber jetzt momentan habe ich das Gefühl, es ist nicht so angenehm, im Rampenlicht zu stehen. Ich bin lieber einer, der hinten steht. Etwas ist wesentlich für Sie, dass Sie das bedenken, dass Sie nicht immer Ihre Mitleidensenergie pflegen und natürlich in den Vordergrund stellen, ohne dass Sie es merken. Wissen Sie, wenn ein Mensch denkt und natürlich vielleicht redet, ich möchte dem anderen helfen, beistehen, ich möchte ihm etwas abnehmen, dann ist es ein Befehl, aber gegen unseren Körper. Und inzwischen habe ich hunderte von Fällen, wo der Mensch in der kürzester Zeit zerfallen ist, krank wurde und dem Vorbild genau gleich war. Also in der kürzester Zeit so krank war wie die Mutter oder der Vater oder so. Wenn der Sohn oder die Tochter mit Gedanken oder Worten gesagt, ich möchte ihm helfen, ich möchte ihm etwas abnehmen. Sagen Sie es nie. Bitten Sie die höchste geistige Instanz, dass er dem Vater, der Mutter oder wem auch immer hilft. Niemals mitleiden. Das ist das Schlimmste, was Sie tun können. Wir meinen es ja gut. Mitgefühl wäre gut, aber mitleiden ist das Schlechteste. Ich möchte nur etwas kurz eine Geschichte erzählen, dass Sie es besser begreifen.
Ich hatte da ein Seminar gemacht in Brummathof und da war eine Frau dabei. Ich wusste nicht, dass sie Krankenschwester war. Erster Tag war Pendeln, zweiter Tag Informationen allgemein. Und eines Tages ruft diese Frau an und sagt, ich bin dort und dort gewesen bei Ihnen, bei einem Jahr vorher. Ich habe jetzt eine Patientin, die ist gleich alt wie ich, 36, und die hat jetzt innerhalb einem Jahr MS bekommen. Sie hat ihre Mutter gepflegt, die schon 20 Jahre, glaube ich, im Rollstuhl ist oder war. Und plötzlich nach der Pflegebeginn hat sie nach einem Jahr die gleichen Symptome bekommen und nach kurzer Zeit war sie auch genau im gleich schlechten Zustand wie die Mutter. Und sie hat gefragt, sie können sie das bestätigen? Mir hat es angegeben beim Pendeln, dass sie das übernommen, abgenommen, abgeschaut hat. Ich konnte es nur bestätigen. Jetzt hat sie mich eingeladen. Ihr glaubt es natürlich nicht, ob ich ihr helfen könne. Das ist immer so eine Sache. Du kannst einem Menschen nur helfen, wenn er auch will. Wenn er bereit ist, dass ihm geholfen wird, dann kannst du ihm beistehen und ihm zuerst einen Anschub geben. Dann muss er es aber selber machen. Also ich kam dort an, das war fast makaber. Trennband, auf der einen Seite war das Bett der Mutter, gelähmt, auf der anderen Seite das Bett der Tochter, 36, auch gelähmt. Und die Ärzte sagen, ja, wahrscheinlich ist es eine Erbkrankheit oder Familienkrankheit. Das ist natürlich hypothetisch oder eine Annahme, stimmt im Prinzip ja schon, wenn Sie überlegen. Jetzt diese Tochter war eine Sportlehrerin und die hat dummerweise der Mutter oft gesagt, weiß ich bin stark, ich kann dir doch was abnehmen und ich gehe in den Wald und spreng das weg. Sie, das ist eigentlich der dümmste Gedanke, das hat nicht funktioniert. Im halben Jahr hat sie die ersten Anzeichen gehabt und wie gesagt, nach einem Jahr war sie auch gelähmt. Ich habe gesagt, es gibt nur eins, zurück, Sie müssen das widerrufen, auflösen und das übergeben, dass Gott der Mutter hilft. Sie können ja das nicht ihr abnehmen. Und nie mehr sowas denken, reden oder tun sogar. Und dann den Körper im Spiegel anschauen, auch wenn sie jetzt im Rollstuhl sind, auf splitternackt den Körper berühren, sagen, ich liebe dich, du bist gesund, ganz und heil. Das Morgenbegrüßungsritual, das ist Mentaltraining. Und das Dritte war dann, eigentlich mit ihrem zentralen Nervensystem zu sprechen, Hirnstamm, vegetatives Nervensystem, wir haben 14 Kilometer Nerven, und sagen, ich bin die Chefin. Ihr seid meine Diener und ich wünsche, dass ihr euch wieder erinnert, wie ihr damals perfekt, gesund funktioniert habt. Ich brauche euch, ich liebe euch. Und ja, dann hörte ich dann so alle 14 Tage durch ein Telefon, dass es da vorwärts ging. Nach 14 Tagen hat sie ihre Finger wieder richtig gespürt, also die Füße zuerst. Konnte dann vielleicht drei Wochen später dann stehen, mehr oder weniger. Ein Monat später kleine Schrittchen. Und nach 3-4 Monaten konnte sie wieder im Haus herumlaufen. Also nach dem 5. Monat war sie wieder hergestellt, vollkommen. Nach dem 6. Monat hat sie ihre Mutter wieder gepflegt. Vorher hatten sie 3 Pfleger gebraucht, jeder 8 Stunden durch Schicht, oder? 2 Pflegekranke zu Hause im Einfamilienhaus. Und das ist das Dümmste, was ich tun kann, Mitleid. Aber es ist oft nicht bemerkt. Denken Sie an die vielen Menschen, wie ich vorher schon angetönt habe, die zu viel Fernsehen schauen. Die sehen das Elende auf der Welt und können sich dem nicht entziehen und sagen dann oft, wo bist denn du Gott, dass du das zulässt? Oft sind das eigene Verschulden von diesen Menschen, dass sie ums Leben kommen. Also ich kann doch nicht das Leiden von denen übernehmen. Eines müssen sie auch noch wissen, wenn ein Mensch gestorben ist, auch wenn er noch so schlimm von der Welt gegangen ist, durch wie auch immer, nach dem Tod hat er innerhalb einer Minute keine Schmerzen mehr. Die Schmerzen sind ausgelöscht, weil der physische Körper ist nicht mehr da und der Geistkörper hat keine Schmerzen. Also dann seelische Schmerzen ist was anderes. Also niemals an einen Mensch denken, der leidend gestorben ist und ihn bedauern. Auf der anderen Seite hat er keine Leiden, vielleicht hat er Probleme. Aber die Leidensschmerzen, die wir kennen als körperliche Pein, die sind gelöscht. Sehr wichtig. Und dann rate ich Ihnen an, irgendwann jede Woche, wie wenn Sie Ihre Küche putzen, Ihren Tisch oder Ihren Körper duschen, einfach sagen, lieber Schöpfergott, lieber Heiland, hilf mir. Ich möchte sämtliche übernommenen Leiden, abgenommenen Leiden, abgeschauten Leiden löschen, auflösen, denn ich bin nicht bereit, für andere zu leiden. Denn es nützt ja nichts. Ich verstärke das Leiden.
Hilf du denen, sofern sie überhaupt noch leiden und leben. Ich danke, ich bin frei. Glauben Sie mir, es wirkt wunderbar. Denn oft merken wir gar nicht, was auf uns zukommt. Und dann im Altersheim kommt alles auf diese Menschen zu, drückt sie buchstäblich zusammen. Schauen Sie, die liebsten Menschen leiden am meisten im Altenheim. Da fragt sich doch jeder normal begabte Mensch, ja, was ist denn das für ein Leben? Die liebsten Menschen leiden wie Tiere nachher. Die haben es nicht verstanden. Die haben wahrscheinlich alles gespeichert. Und dann kommt alles miteinander. Die Ärzte wissen auch nicht mehr. Ja, bitte. Ich möchte nicht leiden, ganz klar, ich möchte keine Leiden übernehmen oder nicht für andere leiden. Das heißt natürlich, ein Befehl wird schon so bekommen. Aber wenn ich nur so sage, ich möchte nicht unbedingt so sein, dann ist es ein Befehl. Also ich muss es doppelt bestätigen. Aber Sie verstehen dann schon richtig. Einfach wichtig ist, dass wir das machen. Es kann Ihnen das Leben wesentlich verbessern. Stellen Sie sich vor, Ihr habt das Leben bestens gemeistert, hängt aber mit Mitleidensenergien drin, fest irgendwo, und müsst wieder auf die Welt kommen, um diese Mitleiden abzutragen. Im nächsten Leben sind nicht gelöschte Leiden von anderen das eigene Leiden. Das ist ganz klar. Ich kann nicht mehr unterscheiden, ist es ein fremdes Leiden. Beim Pendel kann ich schon befragen, die Seele, ist es ein neues Leiden oder ein mitgebrachtes Leiden, schon gehabtes Leiden oder Mitleidensenergie. Das kann man genau herausfinden. Da kann man die Rituale machen und dann gezielt lösen. Aufgepasst, ich muss einfach aufpassen, was ich da denke, was ich da tue. Es fällt auf mich selber zurück. Und es ist oft gut gemeint und kommt total schief an. Wissen Sie, was auch ganz gefährlich ist? Die Kinder, die von Eltern Leiden übernehmen. Wie oft habe ich das schon gesehen, dass mich die Eltern kommen ließen, die Kinder konnten nicht mehr schlafen, waren nur noch krank. Und plötzlich muss ich dann die Eltern anschauen, die hatten irgendwie einen Disput miteinander, ein Problem. Und die Kinder sind dann krank geworden wegen den Problemen, ungelösten Problemen der Eltern. Da habe ich den Eltern gesagt, ihr müsst das miteinander fair, offen ausdiskutieren, sonst werden eure Kinder weiterhin leiden. Ihr müsst das löschen. Und wie kann ich das löschen? Ich muss der Seele des Kindes verbieten, dass es für mich ein Leiden trägt. Hunde, Katzen, Pferde, Kühe eventuell auch, je nachdem, wie nahe man diesen Tieren steht, übernehmen oft von Menschen Leiden, bevor der Mensch krank ist. Schauen Sie mal Leute an, die mit ihrem Wauwau herumlaufen. Dann siehst du plötzlich, der Wauwau hinkt, der Bobby. Nach einem halben Jahr beginnt das Herrchen auch zu hinken. Noch schlimmer als der Hund. Und dann bekommt das Herrchen ein neues Gelenk, läuft ein halbes Jahr mit Krücken, dann hängt er nicht mehr. Dann hängt der Hund auch nicht mehr. Sie können es beobachten. Das Tier versucht, dem Herrchen Leiden abzunehmen oder Schmerzen. Die reine Seele des Tieres ist absolut rein. Demutsvoll, das habe ich schon oft gesehen. Aber denken Sie an Ihre Kinder. Die machen es dummerweise oft eben auch. Und da kommen Sie nie auf die Idee, dass es von Ihnen stammt. Das Kind will Ihnen helfen, ist eine reine Seele. Die einen sind da hart, härter im Nehmen und die anderen sind sehr sensibel. Wir müssen immer auf die Sensibelsten schauen. Das merken Sie dann bald, dass kein Kind gleich ist wie das andere. Also, das sind einfach Sachen, die wichtig sind, dass Sie da nichts in diese Richtung tun oder Ihnen dann das Leben ja, erschwert oder ja, fast unmöglich macht. Jetzt ist heute nicht sehr viel Zeit für Fragen. Wir machen jetzt doch besser die Ablösung und vielleicht dann schlussendlich am Schluss dem Körper Signale geben und Befehle, dass er alles löschen soll, was ich mitschleppe, was ich dabei habe. Das geht in der Gruppe besser, weil alle am gleichen Gedanken sind und alle den Wunsch haben, loszuwerden des Zeugs. Das ist oft mühsamer einer allein. Da holt uns der Körper ein oder die niederen Instinkte. Ja, geh doch Kaffee trinken, geh Rasen mähen, geh spazieren. Wenn du betest, dann denkst du, stört jemand? Das ist dann Ihr Körper oder Ihr Verstand, der hat kein Interesse, dass die Seele was macht. Wissen Sie, wir sind ja dreiteilig. Da merken Sie es erstmal, dass dann jemand dann stört. Unser Körper ist oft ein Egoist. Zuerst will immer er an den Bahren. Oder? Jesus hat schon gesagt, wir müssen den Körper züchtigen. Er hat natürlich das übermitteln müssen, dass die Leute Verstand haben. Ich muss den Körper nicht plagen, aber ich muss ihm sagen, hey, ich bin der Chef.
Wir müssen dem Körper Befehle erteilen, im Guten, aber nicht, dass er mir Befehle erteilt. Das ist ein wesentlicher Unterschied oder ein gravierender. Also, sind Sie einverstanden, machen wir was. Jetzt machen wir zuerst Seelenbefreiung und dann nachher mit dem Körper. Das Beste ist, wenn Sie innerlich in eine Kerze schauen, die flackert, ein lebendiges Licht. Man kann sich das besser vorstellen als eine Lampe da. Und dieses Licht ist ja nichts Geistiges. Also eine Kerze ist auch von Verstorbenen sichtbar, aber wir können das Tier sehen und auf der anderen Seite. Dieses technische Licht kann ein Verstorbener nicht wahrnehmen. Ich rufe dich und ich mache es in Ich-Form, mache das innerlich wie nachsprechen. Großer Schöpfergott, Urquelle von allem und dich, lieber Heiland Jesus Christus, in mein Herz, in meine Seele. Komm bitte zu mir, dein Erdenkind, ich rufe dich. Und ich danke dir, dass du mir beistehst, meine Probleme so schnell wie möglich zu lösen, an dem ich leide und davon keine Kenntnis habe, was es ist. Zuerst bitte ich dich, dass du mich einhüllst im tiefroten, reinsten Christus-Liebeslicht. Ihr stellt euch vor, das ist ein tiefrotes, herrliches Licht, das lebt. Füll meine Aura auf. Füll bitte meinen physischen Körper auf, von meiner Kopfhaut bis zu den Füßen. Durchflute bitte alle Strukturteile im Körper, sämtliche Zellen, sowie die allerkleinsten Moleküle. Und ich danke dir, dass du mir beistehst. Jetzt alles Fremde, das nicht zu mir gehört, aus meinem Körper, Geist und meiner Seele zu entfernen. Ich selber will frei sein als Seele und als Mensch von fremden Energien, von Abfällen von Verstorbenen oder von negativen Wesen, die absichtlich mich versuchen zu stören und zu täuschen. So bitte ich dich und danke dir, schneide mit deinem Feuerschwert rund um mich herum alle Befehlslinien ab, die von außen auf mich eindringen oder in die Wesen, die ich in mir trage, um diese befehlen und steuern. So schneide ich mit deiner Hilfe vor meinem Körper von oben bis unten alles ab. Ich nehme das Feuerschwert in die Hand und ich mache Ratsch. Alles runter, rechts alles weg, links von oben bis unten weg, hinter mir, unter meinen Füßen und ob meinem Haupt. Und ich danke dir, dass du mit deiner machtvollen Lichtenergie diesen Wesen signalisierst, dass sie hier nichts mehr zu suchen haben bei mir, weder in meinem Fahrzeug noch in meiner Wohnung. Ich möchte absolut frei sein von solchen Attacken und solchen Wesen. Ich hülle gleichzeitig in Gedanken jetzt mein Fahrzeug ein in rotes Liebeslicht, meine Wohnung, eventuell das Haus, das Grundstück, auch wenn Sie in einem Miethaus sind, machen Sie es einfach im Großen. Und danke dir, dass du dort alles befreist und entfernst, was Menschen und Tiere negativ beeinflusst oder plagt. Ich danke dir, dass wir frei sind und frei bleiben können. Und jetzt bitte ich dich, dass mir diese Wesen zuhören müssen, wenn es auch verstorbene Seelen sind, so spreche ich euch an. Ich bin nicht bereit, negative Energien, Wesen in mir zu tragen, und schon ganz und gar nicht Verstorbene, die eigentlich das Leben nicht genossen haben oder nicht verstanden und mich nun nötigen, ihre Probleme zu lösen. Ihr müsst dorthin zurückkehren, wo ihr eigentlich herkommt. Ihr habt absolute mehrere Chancen gehabt, habt es nicht verstanden und nicht wahrgenommen. Ich möchte nur eins sein, frei sein und gestatte mir das.
Ich bitte dich, lieber Schöpfergott und lieber Heiland, liebe Engel der Reinheit und Wahrheit, führt diese verirrten Wesen mitunter verstorbene Menschen aus meinen aurischen Feldern, aus meiner Seele weg und fort. Helft ihnen, dass sie den Weg finden, zurück in die Ebenen der Erklärungen, der Läuterung oder der wiedergeburtlichen Vorbereitung. Ich danke dir, dass du mit ihnen eigentlich liebevoll umgehst und ich absolut frei werde. So befreie mich bitte und ich danke dir dafür von sämtlichen Leiden wie Trauer, Schmerz, Panik, Entsetzen, ehemaligen Dramen, Schocks und Erinnerungen von Torturen, Folterungen, Kriegsgräuel. Aus allen meinen Schichten, Zellen und Speichern. Ich danke dir, lieber Gott, dass ich sagen kann, ich bin wieder frei von all dem, was ich mitgetragen habe, ohne dass ich verstand, was es ist. Hilf mir, sämtliches, was ich gemacht habe, zu lösen, Verwünschungen gegen mich, gegen andere, Verfluchungen gegen mich, gegen andere und Verdammungen des Körpers, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Sexualität. Lösch bitte all das, was dabei negativ war. Und ich danke dir, dass du mir hilfst, die alten Wunden, die dadurch entstanden sind, im Körper, in vielen Leben, dass die aufgelöst und befreit werden. Dass ich sagen kann, ich bin die, die ich bin, oder ich bin der, der ich bin, im Hier und im Jetzt. Und so danke ich dir, dass du mir beistehst, dass ich die Kraft habe und den Mut, meine ehemaligen Täter, Täterinnen zu rufen. Und so rufe ich euch, ihr ehemaligen Täter, ich bin bereit, euch zu vergeben, euch zu verzeihen für all das, was ihr mir angetan habt oder zugefügt. Ich gebe euch eure Seelenanteile zurück, Seelenaspekte, und möchte absolut frei sein und frei von euch bleiben. Ich gestatte euch, wieder so zu sein wie vorher, denn ihr seid jetzt von mir entlassen. Jetzt sind wir nicht immer nur Engel gewesen, sondern haben wahrscheinlich auch Fehler gemacht. Wie oft haben wir uns aus dem Leben verabschiedet? Im Streit, im Ärger, im Frust, hatten Erbstreitigkeiten mit Geschwistern, Verwandten und Bekannten. Und es war oft nicht mehr möglich, denen zu verzeihen oder sie um Verzeihung zu bitten. So bitte ich dich, höchster göttlicher Geist der Liebe, rufe alle meine hinterlassenen Opfer in der Vergangenheit und teile ihnen mit, dass ich bereit bin und sie um Entschuldigung, um Vergebung bitten möchte. Bitte vergebt mir und verzeiht mir, wie ich soeben meinen Tätern auch vergeben habe, sodass wir wieder frei sind, frei werden können voneinander. Und ich danke euch, dass ihr meine verlorenen Seelenanteile wieder zurückgibt. Jetzt danke ich dir, lieber Heiland, dass du mir beistehst. Wenn ich Herzschmerzen spüre, die nicht erklärbar sind medizinisch, oder mir das Herz wie abgeschnürt wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich viele meiner Herz-Liebes-Seelenanteile an Menschen verloren habe, verschenkt oder weggegeben. Wie man so schön sagt, ich habe mein Herz verloren. Ich habe mein Herz verschenkt. Mein Herz wurde mir gebrochen. Es wurde mir gestohlen, herausgerissen oder kaputt gemacht. Und mit dieser Meinung ist es auch seelisch so passiert. So bitte ich dich und danke dir,
hole bitte alle meine verlorenen Herz-, Liebes-, Seelenanteile zurück, die irgendwo verloren gegangen sind. Und ich danke dir, dass du meinen geliebten Menschen, die ich über viele Leben kennenlernen durfte, die mir ihre Liebe geschenkt haben, dass auch die wieder alles zurückkriegen können, vollkommen ganz und heil werden dürfen, denn ich würde spüren, wenn meine geliebten ehemaligen Menschen leiden müssen. Und danke dir, lieber Schöpfer, dass du schaust, dass zwischen mir und ihnen absolute Harmonie ist und die Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit. Ich danke dir, lieber Schöpfer, dass du mich befreist von Verstrickungen der Seele, von Verknüpfungen der karmischen Felder. Jeder Mensch, der mit einer Frau schläft, also Mann natürlich, oder jede Frau, die mit einem Mann schläft, verbindet sich mit den karmischen Leiden und Muster des anderen und die bleiben bei beiden erhalten bis über 10 Jahre. So bitte ich dich und danke dir, sofern ich solche Muster, Leiden und Probleme von anderen Menschen in mir trage, befreie mich bitte davon. Schneide diese telepathischen Bänder ab, rund um mich herum und hilf, dass all das, was ich gegeben habe oder dem anderen übergeben musste, wieder zurückbekomme. Ich möchte es wieder zurücknehmen, um ihn zu befreien oder sie. Ich möchte aber umgekehrt auch alles zurückgeben, was bei mir heftet, haftet, mich belastet, mich schwächt, von ehemaligen Partner, Partnerinnen. Ich danke dir, dass du zwischen uns Menschen, unseren Seelen, wieder die Freiheit herstellst, wie es vor dieser Begegnung der speziellen Art war. Und so danke ich dir, dass du mir nun hilfst, dass ich mit meinem Körper sprechen kann, wie ich es vielleicht noch niemals gemacht habe. Hilf, dass er mich versteht, mir zuhört und danach meine Befehle, meine Wünsche umsetzt. So rufe ich dich, du leitender Geist meines Körpers, respektive ihr vielen unzählbaren Geistwesen, die jedes Organ und jede Zelle steuern und beleben. Hört mir zu. Ich bin die Seele. Ich bin eure Chefin oder euer Chef. Ihr seid meine Diener und ihr seid meine lieben Diener. Ich brauche euch und ich brauche den ganzen Körper mit euch zusammen. Jetzt fordere ich euch auf, löscht meine Befehle, die ich jemals gegeben habe, gegen euch. Nicht nur aus diesem Leben, sondern aus vielen Leben zuvor. Und erinnert euch bitte an die absolute, vollkommene Harmonie und Perfektion, wie der Schöpfergeist euch erschaffen hat, am Anfang zu Beginn. So werdet und so seid. Löscht alles, was andere Menschen euch befohlen haben. Das waren vielleicht damals Kräuterfrauen, Kräutermänner, Schamanen, Heiler, Therapeuten, Ärzte, Priester, die es nicht besser wussten oder konnten, als zu sagen, ich kann dir nicht mehr helfen, der Körper ist verletzt, ist kaputt, ich kann nichts mehr machen, du bist verloren. Auch Diagnosen von Krebs, unheilbarem Krebs, möchte ich, dass ihr wunderbaren Geistwesen, meinen Körper, das versteht, löscht solche gefährlichen Meinungen, natürlich eigentlich Diagnosen und Zukunftsprognosen des Leidens. Erinnert euch, ihr gehört mir und ihr seid gesund. Ich will das. Ich will gesund sein. Löscht auch sämtliche negativen Anwürfe, Vorwürfe, Befehle von Geistwesen, die es mit Absicht um euch so geschaffen haben, dass ihr leiden müsst,
und ich als Seele dazu. Niemand hat euch einen Befehl zu geben als ich. Und dieser Befehl heißt jetzt, werdet heil, bleibt heil, ich liebe euch. Und jetzt machen wir etwas für unsere Sinneswahrnehmungsorgane. Ich rufe euch, ihr Geister meiner Augenäpfel, meiner Sehnerven, meiner Hirnstruktur, meiner Gehirnerven, Geschmacksnerven, Geruchsnerven. Ihr seid, sind meine sinnlichen Geistwesen. Ohne euch und eure differenzierte Wahrnehmung wäre ich blind, taub, stumm wie ein Wurm, noch blöder dran. Also ich bitte euch, löscht meine einfältigen und dummen Befehle an euch, wie zum Beispiel, ich will es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr anschauen müssen, nichts mehr hören, nichts mehr davon verstehen, ich will nichts mehr riechen, ich mag den oder diese nicht mehr schmecken. Löscht diese unguten Befehle an euch und erinnert euch, ihr seid meine Geister. Und ich möchte, dass ihr als meine liebsten Organe wieder vollkommen perfekt und gesund seid. Speziell ihr Brillenträger, denkt jetzt, ich liebe euch, ihr Geister meiner Augen. Ihr seht perfekt, scharf, klar, deutlich. Ihr hört alles bestens, ihr Geister meiner Ohren. Ihr riecht alles bestens. Und ihr schmeckt alles bestens. Ich brauche euch. Wir sind zusammen gesund bis zur letzten Stunde. Und ihr seid ebenso klar und scharf sehend bis zum letzten Tag. Jetzt rufe ich dich, du großer leitender Geist meiner Haut. Du bist das größte Geistwesen und das äußerste Membran, das es gibt bei mir. Wie oft habe ich dir zugesetzt? Und dir dumme Befehle gegeben, die du falsch verstanden hast. Wie oft habe ich gesagt, hoffentlich habe ich nicht so viele Warzen, nicht so hässliche Haut, nicht diese Ausschläge, niemals diese, zum Beispiel Ekzeme, Psoriasis, Besenreißer und so weiter, Runzeln. Ihr habt es falsch verstanden, ihr leitenden Geister meiner Haut. Ich möchte, dass ihr sämtliche Befehle, die gegen das perfekte, vollkommene, schöne und heil aussehende Äußere wirkt, sofort zu löschen und euch daran zu erinnern, wie ihr damals erschaffen wurdet in der Perfektion, Vollkommenheit. Ich liebe euch, ich brauche euch. Jetzt macht jeder vielleicht 30 Sekunden lang eine Ansprache zu einem Organ, oder einen Teil eures Körpers, der nicht so perfekt funktioniert innerlich. Es bleibt mir, uns allen, nichts anderes übrig, an dieser Stelle dir, großer Schöpfer Gott, zu danken für dein Geschenk an mich, diesen Körper, um dieses Leben, die Chance des neuen Lebens. Ich danke dir, dass du mir beistehst, dass ich meinen Weg leicht und einfach finde und dadurch mein Programm, Lebensziel, eigentlich ausführen und lösen kann. Ich danke dir, dass du mir beistehst, dass ich sämtliches viel schneller begreife, mich warnst vor Irrtümern, mich begleitest, wenn ich in einer Sackgasse gelandet bin. Und so danke ich dir, dass ich sinnlicher werde, immer mehr wahrnehme, immer mehr spüre, und verstehen lerne, dass ich unsterblich bin, also meine ureigensten Ängste verliere und das Gottvertrauen zu dir wächst, sodass ich weiß, ich bin der, der ich bin die ich bin und ich bin unsterblich. Und ich danke dir,
dass du mir hilfst, alles zu verstehen, was du uns geschenkt hast. Die Pflanzen, die Tiere, meine Mitmenschen. Und dass ich die anderen leben lasse, wie sie wollen. Dass ich einfach verstehe, dass ich Glück habe, nicht so sein zu müssen wie die anderen. Und dass du denen hilfst, dass es ihnen leicht und einfach geht. So möchte ich am Schluss noch bitten und danke dir dafür. Ich lösche mit deiner Hilfe sämtliche Mitleidensgefühle und Mitleidensbestellungen, die ich jemals gemacht habe in diesem Leben oder anderen Leben, alten Leben. Alles, was ich abgenommen oder versuchte zu übernehmen, möchte ich somit auflösen und löschen. Ich bin niemals mehr bereit, für andere zu leiden, denn ich weiß, es nützt ja nichts. Und bitte dich daher und danke dir dafür, dass du genau diesen leidenden Menschen hilfst und beistehst, dass es ihnen leicht und sehr gut geht und sie heil sein können, ganz. So danke ich dir für die Leichtigkeit meines Seins und dein Licht in mir, das mir Freude macht, mich aufrichtet und mich bewusst werden lässt, wer du sein könntest oder wer ich eigentlich bin. Ich danke für alles, dass es so ist und so sein darf. Amen. Liebe Damen und Herren, haben wir hier noch einen jungen Burschen, der hat 3 fremde Seelen in sich. Und wenn Sie mal zuschauen wollen, wie man das löst, könnte das für Sie vielleicht ein Hinweis sein oder eine Anleitung, dass Sie es selber auch tun können. Wenn Sie wissen, was in diesen Menschen ist oder natürlich in den Menschen abgeht. Dieser Junge wurde mit 12, 13 Jahren überfallen von 3, also eigentlich Unbekannten, Fremden. Und seither hat er mir gesagt, hat er negative Gedanken und es geht ihm nicht so optimal. Und jetzt komm du bitte mal nach vorne, mach uns da, musst dich nicht schämen. Das ist eine Auszeichnung für einen Mensch, aber ich möchte es nicht unbedingt fördern. Das heißt, er hat eine reine Seele, wo etwas zum Holen ist. Eine verstorbene Seele sieht das und sucht nie einen verschmutzten Menschen. Dort kann sie nichts anfangen. Und jetzt machst du es so, du drehst dich um. Komm, da musst du die Leute nicht anschauen. Komm. So. Was muss der Name noch fragen? Damien. Daniel. Damien. Damian. Oh, Damien. Damien. Gut, das ist wie ein Fluchwort. Also, ich mach's und ihr müsst einfach denken, ihr könnt das auch. Ich rufe dich, geliebter Schöpfer Gott, um Hilfe und Unterstützung für diesen jungen Mann, für Damien. Hülle ihn ein im reinsten göttlichen Liebeslicht, deiner roten Liebesfarbe. Hülle auch die 3 Seelen, die drin schlafen, ebenso mit diesem göttlichen Liebeslicht ein und schick mir den höchsten Engel der Wahrheit und Klarheit, der Heimführung, liebe Freund Erzengel Michael, komm. Wecke diese verstorbenen Menschen, rüttle sie, schüttle sie und sag ihnen, was Sache ist. Übersetze bitte in die ihre Sprache, sofern sie mich nicht verstehen, was ich zu sagen oder mitzuteilen habe. So spreche ich euch an, ihr 3 totalen Witzfiguren. Was erlaubt ihr euch in diesem jungen Menschen? Ihr habt ihn gesehen damals, als er ganz jung war, und habt gesehen, dass er eine qualitativ hochwertige, hochschwingende, reine Seele hat. Ihr dagegen seid noch nicht so weit, denn ihr seid verstorben, vor der Himmelstüre gestanden und habt aus lauter Angst umgedreht, seid hinuntergestürzt auf die Erde. Und jetzt habt ihr gesehen, dass ihr unsterblich seid, aber ihr habt keine Chance gehabt, etwas zu bewirken, zu ändern oder zu verbessern. Euer Ausweg war einzig allein in diesen jungen Mann, damals Kind, hineinzuschlüpfen. Aber ich rate euch an, ihr habt einen Auftrag von mir und es wird so sein, ihr müsst verschwinden. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ihr hattet eure Chance des Genügens. Und ihr habt es nicht benutzt.
Ihr habt plötzlich gesehen, dass ihr die Gesetze von Ursache-Wirkung umgebogen habt. Ihr habt die Befreiung oder die Freiheit seiner Seele nicht respektiert, habt aber nicht gemerkt, dass es ein weiteres Gesetz gibt, nämlich das Ausgleich schaffen müssen. Und das ist das härteste Gesetz. Alles, was ihr jemals genommen habt, anderen gestohlen, wird euch genommen. Das ist leider von mir nicht änderbar. Damit müsst ihr euch abfinden. Ich will nur eins, dass ihr aus seinem Körper, Geist und seiner Seele verschwindet und dorthin geht, wo ihr eine neue Chance bekommt. Ich möchte euch helfen. Ich bin nicht der Richter. Ich möchte nur eins, dass ihr entdeckt, was schiefgelaufen ist. Denn eure Waagschale hat sich bedenklich tief gesenkt. Und dadurch seid ihr in einem Tiefpunkt eurer Existenzen angekommen. Ihr müsst, um diese Missstände zu verändern, etwas Positives tun. Ich verpflichte euch jetzt, wenn ihr auf der anderen Seite angekommen seid, in den Zwischenebenen, jeden Menschen zu helfen, der genauso belästigt und belastet ist, wie dieser junge Damien. Und eigentlich, ihr werdet Tausende sehen, die genau gleich wirken oder negativ wirken, euresgleichen. Und ihr müsst mit den gleichen Worten diese überzeugen, umzukehren und etwas zu tun. Durch das Tun mit der reinen Absicht und Liebe veredelt sich eure Seele und ihr dürft wieder langsam hoffen, dass eure Waagschale ins Gleichgewicht kommt. Eines Tages wird es soweit sein, dass ihr zurückkehren dürft an die Türen, die Pforten des Himmels oder Astralebenen und ihr werdet sehen, euch wird aufgetan, ihr werdet empfangen und es ist eine ganz andere Ausgangslage. Glaubt an euer Licht und verlässt nun einfach diesen jungen Mann in Frieden. Kehrt niemals mehr zurück. Ihr dürft nicht mehr zurückkehren, weder zu ihm, noch zu anderen, noch zu Kindern, noch zu Tieren, Pflanzen, Maschinen, Geräte, Häuser und natürlich Bäume. Ihr habt nichts mehr hier zu suchen. Geht vorwärts. Und das Tun ist eure Chance. Glaubt mir, was Jesus sagt. Er hat gesagt, keiner kommt zurück an den Tisch des Vaters, ohne der Höchste der Erde dient dem Niedersten mit bedingungsloser Liebe. Und ihr seid noch von der geringsten Sorte, ich sehe euch. Ihr habt jetzt nur eins zu tun, zu verschwinden. So gebiete ich euch im Namen des Schöpfergottes, der Allliebe, verschwindet aus seinem Körper, Geist und seiner Seele. Und im Namen von Jesus Christus erst recht, weg mit euch, geht, ihr habt schon lange genug eigentlich Schaden angerichtet, verschwindet, weg, er ist frei. Ich danke, lieber Schöpfer, dass du ihm hilfst, dass er seine Substanz wieder bekommt, die Seelen alles mitnehmen müssen, was ihnen gehört, und er sich findet und immer sagen kann, ich bin der, der ich bin, im Hier und im Jetzt. So soll es sein. Ich danke dir, lieber Schöpfer und lieber Engel, dass du den Seelen den Weg rückwärts versperrst. Amen. Hast du was gespürt? Ja. Also, dann muss ich meistens austesten, ist es passiert, aber ich bin sicher, dass es passiert. Ich habe es gesehen, wie sie weggegangen sind. Es waren zwei Männer und eine Frau. Das mache ich einfach nur kurz einen Test. Ich werde schauen, bei ihm ist er frei geworden von diesen drei Seelen. Nochmal, ist er frei geworden von diesen drei Astralwesen. Ja, bist frei. Genau, ist gut. Also so könnt ihr das genau auch machen wie ich. Das ist nichts gegangen, oder? Platz ist gut. Das ist nichts Geheimnisvolles dran. Es ist ein Akt der Nächstenliebe und der Machtbeanspruchung. Ich will frei sein und gestatte meinem liebsten Nachbarn auch, dass er frei ist. Also jeder von uns muss für seine Freiheit einstehen. Wenn ich sage, ja, mir ist das egal, muss ich nicht wundern, dass ich dann flach getreten werde oder dann überfahren. Also es geht dann schneller, als Sie denken. Das ist dann nicht so gemütlich. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Unterstützung geben können, ein bisschen Einblick in diese Ebenen. Und ich möchte Sie einfach darauf vorbereiten, hab keine Angst. Wir werden sowieso eines Tages Sieger sein. Aber wie ich da durchkomme, ist einfach die Frage. Ich rate Ihnen an, so schnell wie möglich. Und einfach so viel wie möglich lösen, sich erleichtern und auch geistig-seelische Arbeit machen für Sie. Wissen Sie, wir sind unsterblich. Es lohnt sich, diese Seelen, wenn die jetzt da vorwärts arbeiten, werden Sie sehen, Sie haben einen Profit davon.
Aber ich muss ja für mich selber schauen. Ich kann da was verbessern. Und Sie haben die Macht, Sie müssen es nur noch tun. Und sonst ist es fuchsig. Auf der anderen Seite, wenn ich dann angekommen bin, sehe ich, dass ich Verschiedenes nicht verstanden habe oder gar nichts verstanden. Und es ist eigentlich wirklich bedrückend, wenn du da oben siehst, Mensch, ich bin am gleichen Standpunkt wie das letzte Mal oder noch blöder dran. Also musst du sowieso wieder runter. Irgendwie kommst du dann wieder runter, da fängt der ganze Käse wieder von vorne an. Das Leben kann schön sein, aber es kann auch wirklich die Hölle auf der Erde bedeuten für Menschen, die so belastet sind. Und viele tragen Schulden ab. Denen kannst du oft nicht helfen, weil sie irgendwie noch eine gewisse Zeit leiden müssen und plötzlich geht's. Die haben noch dieses Ausgleichsmuster drin. Wenn du ein Tier quälst oder einen Mensch quälst, ist das Gleiche. Dieses Karma heißt, du hast im nächsten Leben das gleiche Leiden. Das ist dann nicht lustig für viele. Also meine, das können Sie sich praktisch schon vorstellen. Den gewissen Menschen kannst du nicht helfen, bis die Zeit abgelaufen ist, das Leiden getilgt oder sagen wir ausgeglichen. Also ein Heiler kann nicht jedem alles wegnehmen und sagt, bist du heil. Es gibt gewisse Gesetze. Aber ich hoffe, dass Sie es gut haben. Ich möchte Ihnen das gönnen. Bleiben Sie sich selber treu und lieben Sie sich und Ihren Nächsten natürlich dazu. Aber zuerst lieben Sie Gott. In diesem Sinn und Geist wünsche ich Ihnen alles Gute. Kommt gut nach Hause. Es hat mich gefreut, dass Sie im Sinne 21 Besuch abgestattet haben. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass es vielen Menschen helfen kann. Hilfe zur Selbsthilfe und natürlich Freude am Leben. Machen Sie es mit Freude. Genießen Sie das Leben. Es geht leichter, als dann den ganzen Tag da rumzuknien und zu betteln. Das ist, wir sind keine Hunde, pinselnde Hunde, wir sind Wesen. Es geht viel leichter. Oder es nützt das den ganzen Tag beten und oben hört niemand zu. Ich muss es einmal machen mit Liebe, den Kontakt schaffen und dann kann es vieles bewegen. Aber wenn ich das nur so runterplappere, Leerlauf, Schallplatte läuft mit einem Loch, nützt nichts. Also das habe ich gemerkt. Es gibt viele, die meinen, was sie da tun, aber wissen Sie, es ist kein Sinn dahinter. Wenn kein Sinn und keine Liebe und keine Gedanken dabei sind, dann ist es Leerlauf. Es ist sogar eine Belästigung. Sagen wir, oh, du, der Depp da unten, hoffentlich jagt im Wald die Sicherung raus. Also das ist da wirklich unangenehm. Sie können das glauben. Also machen Sie keinen Leerlauf. Machen Sie was Sinnvolles und genießen Sie das Leben, werden Sie glücklich, bleiben Sie glücklich. Danke für den Abend.